Ja, dann darf ich mal alle recht herzlich begrüßen zum heutigen Programm Aktuelles über den Zeitgeist. Die Zeit von 2006 bis 2012 ist das, glaube ich, ausgeschrieben gewesen. Ich hoffe, Sie haben alle den Zettel da gekriegt, wo ein bisschen die Themenschwerpunkte auch drauf sind, um die es jetzt da bei dem heutigen Nachmittags- und Abendprogramm gehen soll. Ich sehe viele bekannte Gesichter, aber auch einige unbekannte Gesichter. Und aus dem Grund möchte ich mich vorher kurz vorstellen für die, die mich noch nicht kennen. Ich bin der Wolfgang Wiedergut und komme eigentlich aus Österreich, ursprünglich aus Kärnten, aus der Villacher Gegend. Und bin aber derzeit in der Nähe von Graz ansässig, schon seit relativ langer Zeit. Und habe 1990 eine kleine Arbeitsgemeinschaft gegründet, die sich speziell mit der Erforschung der freien Energie beschäftigt. Das war eigentlich unser Ausgangspunkt. Wir waren also da eher ein bisschen technisch orientiert und haben uns so für alternative Energiemethoden interessiert und uns in diesem Bereich dann speziell auf die Hochfrequenztechnik spezialisiert. Also wir haben ein kleines Labor in Wien, wo auch Hochfrequenztechniker vom ORF dabei sind, die da für die Wartung von Sendeanlagen und solchen Dingen zuständig sind und die forschen damit. Und im Laufe der letzten 10, 15 Jahre haben wir so versucht, die Essenz dieser Zusammenhänge in dem Bereich ein bisschen. Hast du da keinen Ton? Die andere Seite rüber tun. Nein, du verdeckst das durch dein Kabel. Ja, einfach darüber. Da. Nach oben. Ja. So, eins, zwei. Ja, besser. Das ist besser. Haben uns eben diese Essenz herausgeschält und jetzt auch ein kleines Buch herausgebracht. Das ist für Techniker von Technikern, kann man sagen. Grundlagen und Praxis der freien Energie rund um eine Energiemaschine und Entwicklung, die in der Schweiz gemacht worden ist, schon in den 60er Jahren und als die berühmte Tesla, die Statica, in die Geschichte eingegangen ist. Also im Prinzip ein Gerät, mit dem man kostenlos Strom aus dem Kosmos zapfen kann, unter Anführungszeichen. Das ist schon seit den 60er Jahren fertig, aber es ist eben unter Verschluss und wird nicht freigegeben aus allen möglichen Gründen. Und das ist natürlich sehr bedauerlich, wenn man bedenkt, was sich da so am sonstigen Energiesektor derzeit alles abspielt und noch in der Zukunft abspielen wird, das eben im Austausch dazu zu sehen. Von unserer Warte aus ist es so, dass man natürlich noch sehr viel forschen müsste in diesem Bereich. Das bedeutet, man braucht auch relativ viel Budget, um das alles finanzieren zu können. Das steht momentan nicht zur Verfügung, jedenfalls nicht für uns. Und daher läuft es bei uns einmal jetzt vorläufig nur mehr hobbymäßig weiter, weil die Essenz haben wir herausgeschält in den letzten 15 Jahren. Und alles Weitere ist jetzt eine Frage, dass man größere Anstrengungen unternimmt, das auf den Boden so weit herunterzubringen, dass man serienmäßig die Sachen auch dann in die Anwendung schicken kann. Wenn man sich mit so einem Thema beschäftigt wie die freie Energie, dann kommt man natürlich auch notgedrungenermaßen in Berührung mit grenzwissenschaftlichen Themen, so würde ich das einmal formulieren, weil die freie Energie schon von vornherein einen Ansatz wählt, dass sie sagt, da gibt es unbekannte Energiefelder, die wir gar nicht kennen, und die kann man anzapfen und da kann man buchstäblich Nutzstrom daraus ziehen. Und wer sich einmal mit so einer Lösung beschäftigt, der stellt sich natürlich auch die Frage, was sind denn das für Energiefelder? Tut sich da noch mehr? Gibt es da einen Hintergrund hinter dem Hintergrund hinter dem Hintergrund? Und so ist es natürlich. Und man kommt dann von Hundertsten ins Tausendste und beschäftigt sich dann mit diesen Grenzbereichen zwischen feinstofflichen und grobstofflichen Energien. Und das führt dann zu sehr vielen Themen, unter anderem zur sogenannten Philosophie der heiligen Geometrie, die da sehr wichtig ist, weil sie eine Art Schlüssel darstellt, wie man diese beiden Ebenen miteinander in Beziehung setzen kann. Und wir haben natürlich da auch sehr viel Forschung gemacht, und zwar angespornt durch die Pionierarbeit von Viktor Schauberger, der als österreichischer Wasserpionier so in den 40er Jahren in Österreich eine ganze Reihe von Wasseredelungsgeräten entwickelt hat und aus diesen heraus aber dann eben zur harmonikalen Mathematik und Musikwissenschaft von Pythagoras gekommen ist, der wiederum die Wurzeln für den Bereich der heiligen Geometrie auch gelegt hat.
die in der Musikwissenschaft zwar sehr bekannt sind, aber in der Physik eben nicht. Und da gehören sie meiner Meinung nach auch hin. Und vieles in der Physik läuft ja in diese Richtung, dass sie jetzt sozusagen diese beiden Bereiche zu berühren beginnen. Musik, die harmonikalen Strukturen der Musik und das, was die Materie strukturiert, das bildet jetzt eine Berührungsfläche, die sehr wichtig und sehr massiv ist. Und da wird auch in der Zukunft noch unglaublich viel passieren, wenn wir dann einmal zu dem Punkt kommen, dass wir Materie buchstäblich transmaterialisieren und auch wieder herstellen können über die Gesetze des Klangs, dann ist das ganze Tor erst richtig geöffnet. Aber wir stehen da ganz am Anfang, wissen noch wenig darüber und daher erschließen sich auch die Dimensionen hinter diesen Dimensionen vorläufig noch nicht in dem Ausmaß, wie das vielleicht der Fall sein könnte. Wir sind natürlich dann von diesem Thema zu noch weiteren Themen gekommen. Ein sehr wichtiges war die Kundalini-Energie. Wenn man sich mit feinstofflichen Energien beschäftigt, dann beschäftigt man sich auch mit den Dimensionen, wie sie strukturiert sind. Und im Angesicht dieser Thematik kommt man natürlich dann auch zu der Frage, ja, waren wir immer schon so in diese Körperlichkeit eingebettet? War die Welt immer schon so, dass die Menschen seit Jahrmillionen am physischen Körper gehabt haben? Oder hat es auch Zeiten gegeben, in denen wir weniger materiell waren, in denen wir als geistige Wesen da auf diesem Planeten existiert haben? Und diese Fragestellungen, die führen natürlich zu der Frage der größeren Zyklen im Universum, wo man sich dann zu beschäftigen beginnt damit, war da vor 13.000 Jahren einmal Hochkultur, es gibt noch Überreste, dort steht eine Pyramide, hier steht eine Pyramide, da findet man seltsame Artefakte. Und dort ist unterhalb vom Ozean noch irgendwo eine alte Ruine von einer Megalithstruktur. Naja, und wenn man das Puzzle so zusammensetzt, kommt man natürlich zu der Erkenntnis, dass Aufstieg und Verfall einer Kultur sehr eng mit diesen kosmischen Zyklen eben verknüpft sind und dass sich das über Jahrtausende zieht. Und diese ganz großen Rhythmen eben mit den Bewegungen der Planeten, des Sonnensystems und so weiter aufs Engste miteinander verknüpft sind. Und wenn man sich dann mit solchen eher kosmologischen Fragen beschäftigt, dann kommt man natürlich auch zu dem Punkt, dass man sagt, ja, wann kommen entscheidende Ereignisse auf uns zu? Wann sind wir in einem Grenzbereich drinnen, der natürlich nicht über 5, 10, 15, 20 Jahre geht, sondern über ein Jahrhundert oder über zwei Jahrhunderte oder gar ein halbes Jahrtausend. Und zufälligerweise sind wir offensichtlich in so einem Grenzbereich momentan drinnen, weil wir befinden uns am Anfang des Wassermann-Zeitalters, das noch nicht wirklich begonnen hat, dessen Auswirkungen oder Schattenwürfe aber schon sehr deutlich zu spüren sind. Und das führt dann wieder zu weiteren Betrachtungen, dass man sich natürlich mit Kulturen beschäftigt, die sich diese Frage genauer gestellt haben und gesagt haben, ja, ich würde es genau wissen, wann fängt denn eigentlich dieses Wassermann-Zeitalter an? Was wird sich denn dort abspielen? Und die auch entsprechende Kalender entwickelt haben. Und einer dieser Kalenderstrukturen ist der berühmte Tzolk'in-Kalender der Mayas, die größere Zyklen studiert haben, zum Beispiel den Kali-Yuga-Zyklus, der vor 5000 Jahren begonnen hat und der jetzt 2012 mehr oder weniger ausläuft, weshalb die Zeit der letzten 13 Jahre, nachdem die Mayas alles in 13er Zyklen strukturiert haben, bis 2012 natürlich ganz besonders interessant ist und in diesem Zeitraum ja nur mehr 6 Jahre sozusagen verbleiben, nämlich die Zeit von 2006 bis 2012, in denen sich jetzt sozusagen in der äußeren Wirklichkeit vieles zu zeigen beginnt, was bisher hinter den Kulissen eigentlich abgelaufen ist. Da gibt es natürlich sehr komplexe Zusammenhänge in alle Richtungen. Wir werden schauen, was wir da heute alles betrachten können. Aber das alles hat uns natürlich besonders interessiert. Als begleitendes Element kam ein interessantes Phänomen dazu, das in England in Erscheinung getreten ist, so seit den 80er Jahren. So 86, 87 war sozusagen der Startpunkt, wenn man das heute zurückrechnet. Warum das ungefähr zu dieser Zeit begonnen hat, dann könnte man sagen, das hat etwas mit der harmonischen Konvergenz zu tun, auf das komme ich nachher noch einmal zu sprechen, was das ist. Und da passiert also Folgendes, dass also Kreise in den Kornfeldern entstehen, die Muster zeigen, und zwar die unterschiedlichsten Muster, die mittlerweile schon so eine Größenordnung angenommen haben, dass man von Tausenden von diesen Mustern sprechen muss, weil das ja schon über einen Zeitraum von nahezu 20 Jahren jetzt am Laufen ist, kann man sagen. Und jedes Jahr kommen neue Muster dazu.
Und das Ganze folgt einer bestimmten Entwicklungschronologie, die auch im weitesten Sinne auf einen Höhepunkt hin steuert. Ja? Und dieser Höhepunkt, der deckt sich mit dem Maya-Kalender. Und das dürfte einmal als nächster Höhepunkt auf jeden Fall 2012 sein. Und in den Kornkreisen bildet sich sehr, sehr viel ab von dem, was sich dann im Zeitgeist unserer Gesellschaft auf der politischen, wirtschaftlichen, sozialen Ebene dann widerspiegelt. Oder auch auf der kosmologischen Ebene. Weshalb wir natürlich die Kornkreise besonders ins Augenmerk genommen haben und jetzt neuerdings auch so Kornkreisreisen veranstalten. Wir fliegen jedes Jahr im Sommer rüber nach England, wo sie ja hauptsächlich auftreten. Und zwar in der Zeit von Juli bis August. Heuer wird es vom 28. Juli bis 4. August sein. Und wer natürlich da Interesse hat, der kann sich da gerne melden. Nur momentan ist es so, dass die Reise schon fast ausgebucht ist. Wir können nur 20 Personen mitnehmen wegen den Unterbringungsmöglichkeiten. Nächstes Jahr werden wir vielleicht noch mehr Unterbringungsmöglichkeiten haben, aber heuer sind wir schon fast komplett, also 2 oder 3 Plätze sind noch frei. Und es wird sicher wieder sehr, sehr spannend sein, sich das dann vor Ort anzuschauen, zumal ja die Erscheinung der Kornkreise ungeklärt ist. Bis zum heutigen Tag wird natürlich darüber gestritten, wo kommt das her, wer hat das gemacht, das sind Fälscher. Aber es gibt sehr, sehr viele Anomalien in diesen Kreisen, die ganz deutlich darauf hindeuten, dass das eben keine reine mechanische Beanspruchung des Korns ist, sondern dass da energetische Felder am Werk sind, Hochfrequenzfelder von einer Art, die wir nicht kennen, die das Getreide, den Boden und alles Mögliche rundherum verändern und mit reiner mechanischer sozusagen Fake-Geschichten lässt sich das nicht wegerklären, dieses Phänomen. Es bleibt ein harter Kern von unerklärlichen Phänomenen mit dem Kornkreisphänomen einfach verknüpft. Und das ist natürlich ganz ein massiver Indikator, dass hier ein Phänomen in unsere Welt hereinwirkt, von dem wir bisher überhaupt noch nichts gewusst haben. Was natürlich zu der Frage führt, wo kommt das überhaupt her? Und wieso passiert das jetzt in dieser Zeit? Und was wollen uns diese Muster auch sagen? Also zum Teil werden wir das heute sicher mit anreißen. Es ist nicht das Kernthema des heutigen Tages, aber so ein bisschen fließt es dann immer nebenbei auch mit ein. Wenn man dann sich mit solchen Zyklen und diesem geistigen Hintergrund ein bisschen beschäftigt hat, kommt man natürlich immer wieder zu der Frage zurück, ja und welche Auswirkungen hat das jetzt konkret auf die Gesellschaft als Ganzes? Wir haben ja immerhin erst seit ein paar hundert Jahren da eine technologische Entwicklung hingelegt auf das Parkett. Allein das Auto ist keine 200 Jahre alt, ja, und so diese richtige Mobilisierung des Menschen ist keine 50 Jahre alt. Das muss man sich erst einmal so richtig vergeistigen. Die große Förderung der Erdölindustrie hat in den 50er, 40er Jahren in Saudi-Arabien angefangen. Ich komme auf das später auch noch einmal zu sprechen, weil das sehr wichtig ist. Und erst seit dieser Zeit hat die Mobilisierung dieses Planeten massiv eingesetzt. Und vorher war da nichts, da war die Postkutsche. Ja? Und in diesem Tempo kann es aber nicht weitergehen. Wir sehen ja schon, der Zeiger ist am Anschlag. Die Kurve geht nicht weiter nach oben, weil die Ressourcen jetzt dann dementsprechend bald erschöpft sein werden. Und daher wird sich hier auch etwas ganz massiv verändern müssen auf diesem Planeten. Bewusstseinsmäßig und auch technologisch. Und das tangiert immer auch die Gesellschaftsebene im Hintergrund. Das heißt, dass es auch in der Gesellschaft in den verschiedensten Ländern Umbrüche geben wird, größere Umbrüche, die weit über dieses Ausmaß hinausgehen, was da momentan am Laufen ist. Vor allen Dingen dann, wenn es wirklich um die Rohstoffe geht. Weil noch geht es nicht um die Rohstoffe und noch haben wir so viel Erdöl, dass wir bequem zu einer Shell-Tankstelle fahren, Zapfhahn reinhängen und die Sache ist erledigt. Aber wenn nachher vorne die Zahlen immer weiter nach oben steigen werden und dann plötzlich der Liter 10 oder 20 Euro kostet, nachher schaut die Situation vollkommen anders aus. Dann werden wir uns sehr wohl was überlegen müssen, wie es dann weitergeht und wo wir die Energie herkriegen, beziehungsweise mit welchem Motor überhaupt mit dieser Energie angetrieben werden kann, wenn der Brennstoff nicht mehr vorhanden ist. Und das bisschen Raps, was wir da auf dem Feld anbauen, wird uns da nicht retten, weil das sind marginale 10 oder 15%, die einfach diesen Hunger, diesen Energiehunger niemals decken können. Niemals. Das bedeutet, jetzt beginnt die Zeit des Umbruchs und sie wird in den nächsten Jahren in verschärfter Form über uns hereinbrechen. Das ist gar keine Frage. Und das wird natürlich spannend und interessant dann zu sehen, wohin das führt. Ja, wir haben uns natürlich dann damit beschäftigt, wie das ideologisch aufgehängt ist. Und das Ganze dreht sich natürlich nicht nur ums Auto und um den Treibstoff, sondern vor allen Dingen um die Brieftasche.
ich habe keine Zeit, will heißen, ich habe zu wenig Geld im Brieftaschel und deswegen muss ich so und so viel mir die Haxen abrennen, damit das Verhältnis wieder stimmt. Und Zeit und Geld sind fast schon zwei verschmolzene Synonymbegriffe geworden in unserer Zeit. Leider, bedauerlicherweise, weil das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Und die Zeit kann man nicht manipulieren. Ja, die vergeht in ihrer eigenen Weise. Ob man sie subjektiv oder nicht subjektiv erlebt, sei jetzt einmal dahingestellt. Aber das Geld kann man sehr wohl manipulieren. Und wer diese Dinge miteinander gleichsetzt, der läuft Gefahr, sozusagen seine eigene Zeit durch Manipulationen irgendwelchen anderen Hintergrundenergien und Kreisen sozusagen abzutreten. Und in der Situation sind wir mittendrin, dass es da sehr wohl hinter der Politik und Wirtschaft wieder eigene Strukturen gibt, die für die Steuerung dieser Systeme verantwortlich sind. Und da ist jetzt in den letzten Jahren ein Name immer mehr gefallen. Und das sind die Logen oder auch die Freimaurer oder auch andere Institutionen, die damit in Verbindung stehen, die dafür die Verantwortung zu tragen haben. Und die sind keine zufällige Zeiterscheinung, sondern das ist alles auf sehr konsequentem Boden gewachsen, entstanden, hat sich entwickelt und beginnt jetzt ebenfalls in einen Paradigmawechsel hineinzuschlittern. Ein anderes Thema, das damit verbunden ist, das wir heute auch ein bisschen tangieren wollen, unter anderem, wenn es um die Zeit 2006 bis 2012 geht, ist natürlich das Thema des Hintergrundes der Logen. Und da gibt es vor allen Dingen eine Institution, die ja eine sehr große Rolle immer gespielt hat. Und das waren vor allen Dingen die Templer, die ja nicht ohne Grund auch die armen Ritter oder die arme Ritterschaft vom Salomonischen Tempel sich genannt hat, wobei der Salomonische Tempel wiederum das Kernstück der freimaurerischen Philosophie immer gewesen ist. Das heißt, die Berührung zwischen Templerenergie und Freimaurerei liegt offensichtlich auf der Hand, weil die Namen ja praktisch synonym sind. Das kann man jetzt geschichtlich betrachten oder auch rein philosophisch. Die geschichtliche Betrachtung ist nicht so ergiebig wie die physische, metaphysische Betrachtung des ganzen Themas. Und das führt natürlich dann in die Gralslegende und andere Themen und in die Christus- und Maria Magdalena-Geschichte hinein. Und da kommt der jetzt nächste Blockbuster ins Kino. Im Mai dieses Jahres wird es dann den Film Sakrileg oder bei uns auch bekannt als Da Vinci Code spielen, der ja schon abgedreht ist, wo jetzt ein großer Streit darüber ausgebrochen ist, ob der ausgestrahlt werden darf oder nicht. Und die Prozesse schon am Laufen sind im Hintergrund, aber der kommt sicher und der wird auch ausgestrahlt. Und das wird dann sicher auch in der Kinowelt wie eine Bombe einschlagen, was da aufgetischt wird. Wobei das wiederum nur die Vorbereitung ist für weitere Ereignisse, die da sozusagen unter der Oberfläche schwelen und dieses Thema sozusagen an die Oberfläche bringen wollen. Ja, das ist so ein bisschen der Rahmen, den wir da abgesteckt haben, worüber wir auch im Einzelnen Seminare halten. Es gibt da immer aktuelle Terminlisten, das ist unsere Internet-Homepage-Seite unter dem Titel www.bindu.at, das ist so das Einstiegsblatt und unter Terminen kann man immer schauen, wann Programme laufen. Wir führen auch einen E-Mail-Verteiler, den wir gerade aktualisiert haben. Und wer gerne jedes Monat informiert werden möchte über die Programme, die gerade jetzt laufen in der Umgebung, der kann sich da eintragen. Da gibt es ein eigenes Fenster da herunten. Und über dieses Fenster kann man sich dann in diesen E-Mail-Verteiler mit eintragen und dann kriegt man das einmal im Monat zugeschickt. Es ist auch notwendig, dass man das jetzt bekannt gibt, weil in Österreich die Gesetzeslage verändert worden ist, ich glaube sogar EU-weit, dass man jetzt an keine Massen-E-Mails mehr verschicken darf, ohne dass da die direkte Zustimmung der einzelnen Person gegeben ist, weil sonst wird es mit sehr hohen Strafen bestraft, bis zu 10.000 Euro zahlt man da, wenn irgendjemand sich da aufregt, eine E-Mail bekommen zu haben, die er gar nicht haben will. Also die haben das also ziemlich jetzt eingeschränkt da, weil der Internetdatenverkehr der Freie auch nicht erwünscht ist, aber das ist noch ein anderes Kapitel, über das wir dann später noch sprechen können. Es gibt auch hier noch ein bisschen einen Shop, da haben wir unsere Produkte drinnen, das liegt zum Teil da vorne. Andere Dinge werden jetzt auch von der Brigitte da vertrieben, es sind einige DVDs und Videos, die jetzt im Videokatalog da herausgekommen sind von uns. Das sind so Mitschnitte von aktuellen Seminaren, die da hier gehalten worden sind. Wir führen im Prinzip vier Dinge, das sind Energieprodukte, so Energiegürtel, wie es da vorne liegen, Chakrengürtel, Wasserenergetisierungsstäbe, so Resonanzschmuck für Lebensblumen, CDs und DVDs, also mehr oder weniger Videomaterial und dann Publikationen im Sinne von Büchern und beziehungsweise Begleitmaterial in Form von Mappen für die aktuellen Seminare, die wir halt dann noch anbieten. Ja, so in diesem Sinne bin ich jetzt sozusagen am Ende meiner
meiner Vorstellungsrunde angekommen und ja, möchte gerne ins Thema einsteigen. Vorstellungsrunde hat bei so vielen Personen jetzt keinen Sinn. Normalerweise mache ich das gern, ein bisschen ein Feedback zu bekommen, was für Schwerpunkte sollen wir herausgreifen. Bei so vielen Personen ist das fast nicht möglich. Ja, das Thema war ausgeschrieben als aktuelles über den Zeitgeist und es geht in besonderer Weise jetzt auch ein bisschen um die Zeit von 2006 bis 2012. Nachdem auch ein paar unbekannte Gesichter hier sind, die ich noch nicht gesehen habe, sollte man vielleicht doch den Rahmen ein bisschen weiter spannen, damit wir auch ein bisschen einen Hintergrund hereinkriegen, wieso leben wir da in so einer interessanten Zeit da drinnen. Ja, im Prinzip könnte man sagen, wir leben in einer Übergangszeit der Morgendämmerung für das sogenannte goldene Zeitalter. Was darf man darunter verstehen? Was man darunter verstehen darf, ist, dass auf einer höherdimensionalen Ebene, wohlgemerkt, jetzt das große Erwachen der Menschheit beginnt. Womit das etwas zu tun hat, das hat damit zu tun, dass es im Weltall ständig Bewegungen gibt und das Sonnensystem nicht einfach nur da irgendwo wie eine Seifenblase in der Landschaft steht, sondern rhythmisch in Beziehung zu verschiedenen anderen Sternensystemen, Sternengruppen, zum Zentrum der Galaxis, zur Zentralsonne und so weiter tritt. Und entsprechend dieser Rhythmik einmal ein sogenannter Nachtzyklus existiert und ein anderes Mal ein Tagzyklus. Und der Wassermann als Tierkreiszeichen ist die Schnittstelle, von der der Nachtzyklus sich in den Tageszyklus verwandelt, in einem Zeitfenster von 2x13.000 Jahren. Wir waren also sozusagen jetzt für 13.000 Jahre abgetaucht in den Untergrund und waren in einem kosmologischen Schlaf oder sind eigentlich immer noch in diesem Schlafprogramm drinnen und begeben uns jetzt mittels dieser Morgendämmerung, der kosmischen Morgendämmerung, in den nächsten 13.000 Jahren, ja, da rumpelt schon ganz gewaltig da draußen, bitte? Was war das? Aha, noch was, ja. Jetzt in den Tageszyklus und die Menschheit darf erwachen. So, dieses Erwachen, das muss man sich natürlich auch metaphysisch vorstellen, in dem Sinne, dass sich da sehr viel verändern wird auf diesem Planeten. Der wesentliche Aspekt, der etwas dazu beiträgt, dass wir eigentlich jetzt in einem Schlafzustand sind, ist, dass wir in einer körperlichen Verdichtung leben, in einer physischen Welt, die die Möglichkeiten unserer Bewusstheit sehr stark einschränkt. Weil alles, was jenseits dieser vier Wände ist, da kriege ich schon nichts mehr mit. Ja, da drüben ist ein Hotel und da hinten sind, was weiß ich, irgendwelche Geschäfte und da vorne ist ein China-Restaurant und da hinten ist ein indisches Restaurant und da fährt die U-Bahn und alles. Und wir kriegen mit unserem kleinen Bewusstsein gerade mal da unsere 10 Quadratmeter da ins Bewusstsein herein und alles andere können wir mehr oder weniger auf der physischen Ebene so nicht wirklich wahrnehmen. Jeder weiß, dass man natürlich sehr viel weiter Wahrnehmungen haben kann, so diese Ahnungen, Vorahnungen, Träume und so weiter. Nur diese Wahrnehmung ist nicht sehr ausgeprägt, sie ist sehr eingeschränkt, sie ist marginal, sie ist winzig und sehr klein und dadurch haben wir nicht das volle Potenzial unserer Möglichkeiten. Und das goldene Zeitalter wird das ändern. Weil jetzt durch die Veränderung von Hintergrundenergien, die da vom Kosmos auf die Erde hereinwirken, vor allen Dingen auch über die Sonne und über den Photonenring, über die Zentralsonne, über das Plejadische System, das alles komplett von radikal auf verändert wird. Das kann natürlich nicht von heute auf morgen gehen, weil wir können nicht jetzt das Licht einschalten und dann haben wir alle keinen physischen Körper mehr und sitzen dann wie die Engel da. Diese Schocktherapie ist nicht vorgesehen, sondern das geht natürlich Dekade für Dekade und, wie soll ich sagen, Generation für Generation. Und einige Generationen müssen wir schon warten, 4, 5 bis 10 Generationen wird es schon dauern, bis der Prozess so weit fortgeschritten ist, dass wir buchstäblich durch die Wände da marschieren. Aber das wird dann kommen. Das wird dann so weit gehen, dass wir transmaterielle Wesen sind und in weniger als 10 Generationen ist dieser Prozess so weit fortgeschritten. Das bedeutet, es tut sich sehr, sehr viel im Rahmen dieser ganzen Morgendämmerungsgeschichte, in die wir da hineingehen. Und daher leben wir auch in einer gewissen Übergangszeit, in der sozusagen die Sanduhr des alten Systems abläuft. Und das heißt für uns, jetzt einmal ganz einfach gesprochen, wir müssen uns von vielen alten Dingen verabschieden. Das ist so, wie wenn man in einem Traum drinnen ist und da gibt es ein gewisses Setup.
man ist jetzt gerade, was weiß ich, macht gerade eine Abenteuerreise im Amazonas und da hört man da hinten die verschiedensten Amazonas, wilden Tiere, die da ihre Geräusche machen und ist vielleicht da als Jäger unterwegs mit einem Gewehr und dies und jenes und plötzlich stellt sich aber heraus, das ist nur ein Traum und man liegt eigentlich in einem Bett. Und da gibt es eine Decke und da gibt es vielleicht sogar noch jemand, der da im gegenüberliegenden Bett liegt. Und da draußen sind die Kinder und so weiter. Und das alles hat man komplett vergessen. Komplett. Weil man so auf den Traum fixiert gewesen ist, dass das momentan die Realität ist. Und in genau so einer Übergangszeit sind wir jetzt drinnen. Wir halten das, was da momentan rennt, für die absolute Realität. Und in Wirklichkeit ist das aber ein Traum. Und zwar ein sehr massiver Traum. Und wenn wir dann plötzlich aufwachen, wenn wir feststellen, dass die Dinge ganz anders sein können und auch sind, als dass wir uns in unserer wildesten Fantasie das nicht vorstellen können. Das heißt, diese Realität kann auch Risse bekommen, wie in einem Traum. Da gibt es dann Risse, da gibt es dann einen entscheidenden Moment. Das ist der Aufwachmoment, wo sich die Realität plötzlich verschiebt. So, wo man plötzlich merkt, aha, da gibt es ja zwei Realitäten. Hinter der einen ist noch eine andere und es stellt sich dann sehr schnell heraus, dass die viel wichtiger ist als diese. Und so in dieser Zeit sind wir drin. Es ist buchstäblich so, wenn jemand hier den Reißverschluss aufmachen würde und das alles wegrollt und dann wird es aufgerollt und in eine Rolle hineingesteckt und diese Realität existiert nicht mehr. Wann genau der Zeitpunkt massiv hereinbricht, dass dieses Licht der Morgendämmerung des höheren Bewusstseins durchdringt, das wissen wir noch nicht genau. Aber vieles deutet darauf hin, dass in den nächsten 10, 20 Jahren genau der Prozess jetzt voll eingeleitet wird und dass sich das sehr, sehr viel verschiebt, dass die Leute plötzlich außersinnliche Wahrnehmungen haben. Man liegt zu Hause im Schlafzimmer und sieht plötzlich Dinge, die gar nicht da sind und glaubt nicht mehr an sich selber, zweifelt an sich, hat das Gefühl, jetzt drehe ich durch, jetzt kenne ich mich nicht mehr aus, was ist da los? Ja? Fernwahrnehmungen, dass man die Gedanken anderer Leute zu hören beginnt, mit ihnen über Entfernungen kommunizieren kann und so weiter und so weiter und so weiter. Das alles wird immer mehr und massiver hereinbrechen und es besteht sicher kein Grund, sich davor zu schrecken. Die haben gesagt, vieles wird ja durch Filme schon vorbereitet, wenn man sich das einmal anschaut. Stargate, Atlantis, ja, von einer Dimension in die andere reisen. Diese Dimensionsstory hat es ja immer schon gegeben. Vielleicht nicht in dieser Form, wie es da im Fernsehen vorgestellt wird, mit einem Metallrahmen und irgendwelchen Dingen, die da aufgezeigt sind. Aber diese Dimensionsstory gibt es, weil auf der Welt gibt es viele Knotenpunkte, die als energetische Knotenpunkte zu bestimmten Zeiten aktiv sind. Und wenn man dort hineingerät in diesen Zeitraumstrudel, dann wird man von einer Dimension in eine andere transportiert. Was zum Beispiel bedeuten kann, dass man hier einen Schritt macht und dann auf einen Jupitermond auskommt und dann vielleicht dort für wenige Minuten sich die Landschaft anschaut und wenn man zurückkommt, sind aber da vielleicht 5 Monate vergangen in der Zwischenzeit, weil gleichzeitig auch noch eine Zeitverschiebung passiert ist. Diese Dinge kommen vor, das haben Leute erlebt. Das ist buchstäblich passiert, nicht nur einmal, oft, immer wieder. Da gibt es Aufzeichnungen darüber. Und wenn Filme das jetzt aufgreifen, dann deswegen, um uns darauf vorzubereiten, dass wir in so eine neue Zeit hineingehen, wo diese Dinge normal sind, wo das komplett normal ist. Der Kosmos erscheint vielleicht viel größer, als er wirklich ist, weil wir uns im Mikrokosmos befinden. Das ist so, wie wenn man durch ein Mikroskop hineinschaut und dann sieht man da die Atome. Man kann sich da drinnen buchstäblich verlieren. Und ein kleiner Quadratmillimeter wird riesengroß wie ein ganzes Universum. Genauso schauen wir mit einem Teleskop nach außen, realisieren aber nicht, dass wir im Mikrokosmos sitzen. Und wenn wir eigentlich draußen wären, das Ganze viel kleiner wäre, als es uns momentan erscheint. Die Mathematik der Fraktale hat gezeigt, dass die Maßstäbe relativ sind. Die sind relativ. Und die fraktale Mathematik hat vor allen Dingen gezeigt, dass ein Gesetz immer gilt. Wie innen, so außen. Wie oben, so unten. Es ist wurscht, ob das Universum groß oder klein ist. Es erscheint momentan nur so, aus unserer Perspektive, dass diese Distanzen unüberwindlich sind und dass wir, um zum nächsten Sonnensystem zu kommen, ja, eigentlich gar nicht hinkommen können, weil wir mit Überlichtgeschwindigkeit fliegen müssten. Aber gleichzeitig experimentieren Physiker an der Universität Innsbruck, wie der Herr Zeilinger, mit Zwillingsphotonen, wo dann einfach von einer Landschaft in eine andere, von einer Umgebung in eine andere, einfach Objekte hingebeamt werden. Ja, so wie beim Raumschiff Enterprise. Das ist jetzt bewiesen, dass man ein Objekt teleportieren kann, von einem Ort zum anderen. Das sind zwar momentan nur sehr kleine Teilchen, aber wenn das perfektioniert wird, das ist also jetzt physikalisch hart, grobstofflich erwiesen,
dann wird eines Tages so ein Objekt oder so ein Objekt da dematerialisiert werden und dann, was ich sehe, 150 Kilometer weiter entfernt materialisiert sich das wieder. Und dann werden wir irgendwann auch Menschen teleportieren, von einem Ort zum anderen, genauso wie im Raumschiff Enterprise. Wenn wir Teilchen teleportieren können, dann können wir später auch Menschen teleportieren. Da fliegen wir nichts mehr mit dem Flugzeug. Dann gehen wir durch ein Dimensionstor und dann gehen wir einen Schritt da raus und dann sind wir mit dem anderen Schritt irgendwo in Tokio zum Beispiel. Das mag vielleicht noch dauern, aber es wird kommen. Ich habe da ein paar Symbole noch angezeigt, womit das alles etwas zu tun hat. Da steht nicht nur Stargate, sondern da steht vor allen Dingen Atlantis. Atlantis ist ein alter Mythos, von dem die Römer schon berichtet haben und die Griechen schon berichtet haben und die immer wieder abgeschrieben haben. Und dass einmal in einer grauen Vorzeit vor mindestens 13.000 Jahren, wahrscheinlich sogar noch älter, vor 26.000 Jahren, also knapp 30.000 Jahren vor unserer Zeit, eine Hochkultur existiert hat, die den ganzen Planeten mehr oder weniger kontrolliert hat und hier gelebt hat und die vor allen Dingen etwas war, eine Kultur, die sich im Meer abgespielt hat. Eine Kultur, die mit dem Wasser verbunden war, die aber so hoch entwickelt war, dass man da ganze Städte unter Wasser bauen konnte und solche Dinge, die aber in der Zwischenzeit alle wieder verfallen sind, weil 30.000 Jahre ist kein Pappenstiel. Und bis das einmal vergangen ist und wenn das einmal vergangen ist, dann ist natürlich von diesen Dingen kaum noch etwas übrig. Aber die Berichte der neuen Zeit laufen darauf hinaus, dass wir in Zukunft wieder in ein atlantisches Zeitalter hineingehen. Und das hat sehr viel mit diesen Wasserflächen zu tun, weil wir haben ja hauptsächlich Meerwasser auf dem Planeten und die Kontinentalzonen sind ja relativ klein eigentlich im Verhältnis zu dem. Da links und rechts, da sind auch noch zwei Symbole. Das da links da, das ist die Hand des Mannes, der für den Wassermann steht. Ja? Der Wassermann hat ja auch als Tierkreiszeichen so einen Dreizack in der Hand. Und da rechts ist die griechische mythologische Figur dazu, die eigentlich der Träger von diesem Dreizack ist. Das ist der Wassergott Poseidon, hat er geheißen, in der Mythologie der Griechen. Ist egal, ob man jetzt an die griechische oder andere Mythologie nimmt, das poseidonische Zeitalter des Meeres, ja, und dieses Symbol ist eins der zentralen für die neue Zeit. Der Dreizack, der ist auch ein bisschen unangenehm schon aufgefallen, weil es gibt noch jemand, der so einen Dreizack in der Hand hat. Das ist diese Negativfigur des Antichristen. Ja, man kann das buchstäblich so sagen, wir gehen in das Antichrist-Zeitalter hinein. Und das ist auch der wahre Grund, warum wir ins Wasser abtauchen müssen, weil der Antichrist kann eben nur mit dem Wasser in Schach gehalten werden. Wie jeder weiß, gibt es das alte Sprichwort des Teufels und des Weihwassers. Ich habe das gelegentlich schon einmal erwähnt, dass man halt den Teufel oder den Lichtbringer, das muss man jetzt nicht so negativ betrachten, nur mit dem Wasser im Zaume halten kann. Und diese beiden Dinge sind untrennbar miteinander verbunden. Und wenn jetzt das Wassermann-Zeitalter beginnt, dann ist es eben das Wassermann-Zeitalter des Mannes, der für mit Wasser zu tun hat. In Hamburg ist das eine sehr bekannte Figur. Das ist der Wasserträger von Hamburg. Ja, das war früher einfach eine klassische Figur, die halt mit den Kübeln da herumgerannt ist. Aber eigentlich verbirgt sich dahinter ein tiefer Mythos. In der ganzen Stadt sind ja diese Figuren da aufgestellt worden. Wer in Hamburg einmal jetzt vielleicht gewesen ist, der kann das ja jetzt noch sehen. Dieser Wasserträger trägt das Wasser auf seinen Rücken da hinten drauf. Und in der katholischen Kirche ist das heute noch so, dass der Asmodius-Teufel das Weihwasserbecken auf seinem Rücken da hinten drauf trägt. Ja? Weil diese beiden Dinge, nämlich des Mannes, der den Dreizack in der Hand hat und der Tatsache, dass auf der anderen Seite er der Träger des Wassers ist, und früher hat der Wassermann ja Wasserträger geheißen und ist erst später zum Wassermann geworden, zeigt uns die Verbindung, wo das eigentlich hinausläuft und welche Figur sich hinter dem Wassermann eigentlich wirklich verbirgt. Der Wassermann ist der Mann, der alles weiß, der Erleuchtete oder auch der sogenannte Wissensbringer, der Supergnostiker, der alles in die Luft sprengt, Kraft seines Wissens. Und das Symbol, das Moderne, dieses Dreizackes, das kennen wir auch. Das ist das da oben links. Das verwenden wir heute für die Informationsübermittlung, für die Datenübertragung. Da auf dem Kabel ist das drauf. Das ist die USB-Schnittstelle, heißt das modernerweise. Ja? Aber eigentlich ist es das Symbol des Dreizacks.
des poseidonischen Dreizacks des Wassermannes, der mit dieser Technologie den Zugang zu größerer Bewusstheit jetzt in einer sehr progressiven Weise geschaffen hat. Wir gehen also in das Informationszeitalter hinein. Und das Informationszeitalter ist die erste Phase für den Beginn des Wassermann-Zeitalters, in dem Bewusstwerdung möglich wird. Heute hat man Zugriff, die Datengeschwindigkeiten werden immer größer und immer größer. Es läuft alles schon kabellos. Eine Zeit lang sind wir da mit Kabeln vernetzt. Da haben wir noch Kabeln, aber heute ist eh schon alles ohne Kabel. Da gibt es dann Bluetooth und dies und dann WLAN und dann Super WLAN und dann die Begriffe ändern sich alle paar Monate. Ja? Wenn wir schauen, wie die Begriffe in der Zukunft heißen, aber irgendwann werden die Datengeschwindigkeiten so groß sein, dass man buchstäblich innerhalb von Sekunden mit allen Informationen aller Geräte und Datenspeicher dieses Planeten verbunden sein kann. Das heißt, die Möglichkeiten, auf Wissen zuzugreifen, die werden enorm steigen. Und diese Informationen werden ja heute im Prinzip schon abgespeichert auf solche kleinen Dinge da. Ja? Hat es auch noch nicht gegeben. Es ist noch keine 5 Jahre alt, dass es dieses Teil da gibt. Das ist ein USB-Stick, heißt das. Ja? Vor 10 Jahren hätte man nur geträumt davon, dass man da 1 Gigabyte, 1 Milliarde Bit Informationen drauf speichern kann. Eigentlich ist nichts anderes als ein Kristallstift, ein moderner. Ja? Und diese Stifte, die werden dann einfach da reingesteckt und da werden Daten übertragen. Auf Kristalle werden heute schon Informationen gespeichert und die Datendichte wird noch um ein Zigfaches zunehmen und die Geschwindigkeiten auch. Und wir werden uns dann mit immer, wie soll ich sagen, spirituelleren Informationsquellen vernetzen können. Und die nächste Informationsquelle, die da auf uns zukommt, ist die Sonne. Denn wir haben ja heute überall schon Glasfaserkabel, wo wir ja gar nicht mehr mit Strom arbeiten. Das ist ja schon wieder passé. Wir arbeiten heute mit Licht, mit Laserlicht. Und die ganzen Glasfaserkabelnetze, die mit Laserlicht vernetzt sind, werden jetzt auf die nächste Ebene gehoben, auf die Hochfrequenz-Glasfaserkabel, die sind alle unsichtbar. Und das ist direkt vernetzt mit dem Hochfrequenzfeld der verschiedenen Lichtstrahlen der Sonne. Und es wird die Zeit bald kommen, wo wir den Sonnenstrom anzapfen, informationsmäßig. Und dann treten wir in Kontakt mit dem solaren Logos. Ja, da oben lebt auch jemand. Das ist nicht einfach nur ein Planet, wo alles explodiert und immer ständig Supernovas und irgendwelche Vorgänge da chemischer oder physikalischer Natur vorgehen. Nein, da leben Bewusstseinsformen, die so hochentwickelt sind, dass wir nichts davon wahrnehmen, weil sie sich hinter der Firewall, sag ich mal, ja, hinter der Firewall der Corona des Sonnenplaneten versteckt halten. Wir haben heute auch überall eine Firewall im Computer drin, die brauchen wir, damit da keine Viren und negativen Dinge hineinkommen. Genauso kann ein Mensch mit einem nicht hochschwingenden Bewusstsein in die Aura der Christusmatrix des solaren Logos nicht eindringen. Das geht nicht, das ist unmöglich. Da ist alles blockiert. Und man muss sich eben entsprechend reinigen und wenn man sich gereinigt hat, dann kriegt man Zutritt, dann kann man dort auch hinein, wenn die Schwingung hoch genug ist. Und das ist die nächste Ebene. Die bricht an. Und das wird dann passieren, wenn das Erdmagnetfeld zusammenbricht. Das ist schon dabei zusammenzubrechen. Ich komme auf das nochmal zu sprechen. 10% sind schon weg. Und in den nächsten 200 Jahren sind mindestens nochmal 10% weg. Vielleicht geht es auch noch sehr viel schneller. Aber eines ist sicher, bis zum Ende des Wassermann-Zeitalters gibt es null Magnetfeld. Nichts mehr. Ist komplett eingestürzt. Und dann ist der Datenstrom zwischen Sonne und Erde ungehindert möglich. Ungehindert. Und die Bewusstheit dieser beiden Planeten tritt in eine Synthese. Und dann kommt die nächste Ebene, weil hinter diesem Sonnensystem gibt es noch höhere Ebenen. Zum Beispiel die sogenannte Akasha-Chronik, von der wird auch immer gesprochen. Dass da ein Datenspeicher existiert, in dem noch viel mehr Informationen liegen über unser vergangenes Karma. Über die letzten 13.000 Jahre, über die letzten 26.000 Jahre. Und diese Akasha-Chronik, die befindet sich auf den Plejaden. Und das pleiadische System wird auch in das eingekuppelt. Und wenn die Datenströme entsprechend groß sein werden, dann können wir Zugriff nehmen auf die Akasha-Chronik. Kann sich jeder anschauen, was er in den letzten 13.000 Jahren alles gemacht hat. Diese Inkarnation, in der wir da stehen, diese 100 Jahre, das ist überhaupt nichts im Vergleich zu dem Leben, was wir schon hinter uns gebracht haben in den letzten 13.000 Jahren. Nur wir haben das alles vergessen. Weil wenn ich das nicht mehr einschalten kann, da das Gerät, wenn ich mich nicht mehr vernetzen kann mit der Datenbank, dann habe ich keinen Zugriff auf die Informationen. Und dieser Zugriff ist momentan gesperrt. Das hat einen guten Grund, weil in der Nacht muss man sich ausruhen. Im Nachtzyklus tun wir schlafen, da brauchen wir kein Programm, da tun wir alles sortieren.
Da geht es darum, dass die Dinge wieder in Ordnung gebracht werden. Und wenn wir aufwachen, dann können wir wieder einsteigen. Und deswegen wird die Akasha-Chronik erst jetzt wieder freigegeben. Ab 2012 kann es so richtig losgehen. Und wir bekommen erst dann wirklich Einblick in diese Dinge, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dass wir dafür in der richtigen Stimmung sind, wenn wir sozusagen aufwachen. Ja, das wird viele Nebenerscheinungen auch bringen, jetzt einmal rein technologisch gesprochen. Das ist ja die erste Vorebene, sage ich immer. Ja, da steht ja schon Windows, heißt ja nichts anderes, als dass ein kleines Fensterchen geöffnet worden ist, durch das wir durchschauen können in die nächste Realitätsebene. Ja, Windows. Und der Mann heißt aber eigentlich Gates, das heißt das Tor hinter dem Fenster, das dann aufgemacht wird, wenn wir durchgehen dürfen. Noch dürfen wir nicht durchgehen, weil das Tor noch nicht aufgestoßen worden ist. Man sieht es ja auch schon, die virtuelle Realität, das da oben, das ist ein Hologramm, ein dreidimensionales Hologramm. Das kann man heute schon in den Raum projizieren und wir werden uns alle teleportieren können als 3D-Hologramme. In der Zukunft gibt es keine Bildschirme, da gibt es solche Projektionen, so wie das da unten. Da steht eine Figur mitten im Raum. Die wird über einen Bildschirm hereinprojiziert, die kann in jeder beliebigen Größe abgebildet werden, die kann da herumspazieren in unserem Raum und wir können an 5, 10, 20 Orten gleichzeitig erscheinen und mit den Leuten kommunizieren und diese erscheinen vor uns. Das heißt, diese Ebene, das geistige Wesen unter Anführungszeichen und physische miteinander an verschiedenen Orten zu Zeiten kommunizieren, ist ja technisch schon längst realisiert, ist ja schon fertig. Dass es nicht losgelassen worden ist auf die Leute, hat eher was damit zu tun, dass die noch gar nicht klarkommen damit. Deswegen haben wir jetzt noch solche Flachbildschirme, wo wir alles zweidimensional sehen, weil wenn dann plötzlich alle dreidimensional im Raum stehen, kennen sie keiner mehr aus. Und die meisten Leute täten furchtbar erschrecken darüber, was da vor sich geht, wenn nachher plötzlich virtuelle Räume existieren, wo dann virtuelle Personen mit echten kombiniert sind und keiner sich so richtig auskennt, was geht da vor sich. Das alles ist in den Veden schon längst beschrieben gewesen, in alten Texten der Sanskrit-Philosophie hat man das früher für die Kriegstechnik eingesetzt. Da hat es virtuelle Schlachtreihen und Heerscharen und alles mögliche, Flugzeuge und Bouncer gegeben und der Feind konnte nicht unterscheiden, was real ist und was nicht. Er musste sich taktisch auf alle diese Szenarien einstellen, obwohl vielleicht nur 15% oder 20% reale Soldaten gewesen sind, der Rest war einfach eine reine Fiktion, waren alles nur Lichtmatrizen. Um so große Hologramme irgendwo in die Landschaft hineinzusetzen, dass die buchstäblich ein ganzes Feld aufspannen können, braucht man natürlich noch eine etwas weiterentwickelte Technik als die wir haben, aber das Grundprinzip ist das gleiche wie das da. Ja? Auch die 3D-Materialisation ist im vollen Gange. Braucht man nur mal ins Internet hineinschauen. Es gibt jetzt die dreidimensionalen Drucker. Das ist kein Drucker, wo ein Papier rauskommt, sondern es ist ein Drucker, der Schicht für Schicht das aufbaut und das wird immer größer und immer größer. Und ganze Objekte können dreidimensional abgebildet werden. Der druckt ein dreidimensionales Objekt aus. Solche Drucker gibt es heute schon. Und die werden immer schneller werden, dass man nachher buchstäblich nur auf den Knopf druckt und da irgendwas gezeichnet hat oder irgendetwas abgescannt hat, zum Beispiel wie die Lampen. Die wird da abgescannt, über den Computer geleitet und auf der anderen Seite kommt beim Drucker das Objekt innerhalb von wenigen Minuten wieder heraus und ist dupliziert, kopiert, 3D-kopieren. Das ist alles schon voll am Laufen. Das heißt, die technologischen Möglichkeiten, die gehen in einer Rasanz vor sich, dass man fast keine Luft mehr kriegt. Ja? Dass man fast am Ersticken ist, was sich da tut. Und das ist nur eine Vorstufe, weil im Prinzip ist das eine Übungsplattform für uns selber, um zu begreifen, dass wir selber antimaterielle Wesen sind. Dass wir gar nicht so eine physische Natur haben, wie das momentan der Fall ist. Und dass wenn die, wie soll ich sagen, Frequenzen einmal weiter angehoben sind, dass wir dazu selber in der Lage und fähig sind. Daher wird es in der Zukunft auch sehr viel mehr darauf ankommen, auf seine eigenen Gedanken und all das, was man tut, zu achten, weil es sich viel, viel schneller zu materialisieren beginnt. Wenn ich zum Beispiel über jemanden denke, über meinen Nachbar, der Trautl da drüben fährt mit dem Rasenmäher, das geht mir auf die Nerven, den soll der Rasenmäher absterben, ja, wirkt sich das heute nicht unbedingt aus, außer ich gehe rüber und rede mit ihm. Aber wenn in der Zukunft diese Dinge gedacht werden, dann wird sich das alles materialisieren. Das hat alles Folgen, das hat alles Auswirkungen. Daher ist die Seelenhygiene der Gedanken eine ganz wichtige Grundvoraussetzung, dass wir hier nicht ein Chaos dann nachher haben, weil wir mit den einfachsten Dingen in der spirituellen Ordnung nicht zurechtkommen.
Das heißt, wir müssen jetzt halt anfangen, uns mit den spirituellen Gesetzmäßigkeiten von Auswirkungen von Gedanken zu beschäftigen, weil die Geschwindigkeit zwischen Ursache und Wirkung wird immer mehr beschleunigt. Sie treten auch unmittelbarer ein. Das tritt unmittelbarer ein. Ja, das heißt, ein Ereignis wird in Kraft gesetzt und innerhalb von wenigen Tagen ist es manifest in allen Bereichen. Man merkt das ja schon über die Medien, wie das läuft. Nicht? Heute kann man den Leuten nicht mehr so viel vormachen wie noch vor Jahrzehnten, weil wenn irgendjemand was in die Welt setzt, ist die Gegenreaktion über das Internet schon da und es sind schon alle informiert, wie es eigentlich wirklich rennt. Zum Beispiel Vogelgrippe. Ja? Nur als praktisches Beispiel. Ja, man bezeichnet diese Zeit auch, ich habe das da an dem Bild ein bisschen illustriert, als das Öffnen der sieben Siegel. Im Prinzip gibt es da mehrere Schichten, die da erst einmal geöffnet werden. Es ist nicht so, dass da eine Schicht geöffnet wird und dann ist die materielle weg und das Geistige da, sondern es geht nach der Reihe. Und es gibt sieben verschiedene Dimensionen, in denen sich das sozusagen zyklisch öffnet. Das beginnt da unten bei der physischen Dimension, dann zur emotionalen Dimension, dann zur auralen Dimension, dann zur Energiedimension, dann im fünften Chakra zur Informationsdimension, dann zur geistigen Dimension und schließlich zur kausalen Dimension. Es sind sieben verschiedene Dimensionen, in denen sich das öffnet. Und die grundsätzliche Aufbrechung der Versiegelung dieser Schichten, die hat zeitlich in dem Bereich da begonnen. Ja? 1998, 99 war der Zeitpunkt, wo sozusagen die feinste Schicht, die sogenannte siebte Dimension, zum ersten Mal aufgebrochen worden ist. Und alle zwei Jahre werden weitere Dimensionen aufgebrochen. Das waren die ersten zwei Jahre für die erste Dimension. Das sind die dann die zwei Jahre gewesen für die nächste Dimension, das war die sechste Dimension. Dann das waren die Jahre für die fünfte Dimension. Dann die vierte Dimension ist dann in der Schnittstelle hier zwischen 2004 und 2006 sozusagen aufgebrochen worden. Das ist im letzten Jahr den Hauptaspekt gehabt. Und jetzt wird dann die dritte Dimension aufgebrochen von 2006 auf 2007. Dann wird die zweite Dimension aufgebrochen von 2008 auf 2009. Und dann wird von 2010 bis 2012 in den letzten zwei Jahren die unterste Dimension, die physische Dimension, aufgebrochen. Das zeigt auch, dass wir jetzt an einer interessanten Stelle sind, weil letztes Jahr, mit dem vergangenen Jahr, waren wir exakt in der Mitte dieses Bereiches. Ne? Das ist der Bereich, der sich da in der Mitte abspielt zwischen 98 und 2012. Das sind 14 Jahre genau und die zwei kloppen genau auseinander. Und das, was vorher in den oberen Chakren geöffnet worden ist hier, das wird jetzt in den unteren Chakren geöffnet oder spiegelt sich darin, könnte man auch sagen. Das heißt, wir haben da jetzt eine Spiegelung drinnen. Das heißt, alles das, was vorbereitet wurde auf der feinstofflichen Ebene über einen sehr langen Zeitraum der letzten sechs Jahre, das wird jetzt alles in die physische Ebene heruntergebracht und jetzt auf dieser umgewälzt. Daher ist die Zeit von 2006 bis 2012 eine andere. Es ist die Spiegelzeit zur feinstofflichen Öffnung. Es ist die grobstoffliche Öffnung, könnte man auch sagen, der unteren Chakren. Daher wird sie alles gesellschaftlich umwälzen und auf einer sehr massiven Ebene hereinkommen. Kündigt sich eh schon an, in vielerlei Weise. Das ist noch einmal eine Darstellung, wie diese Ebenen auch genannt werden. Ja? Da müsste man jetzt über Kundalini sprechen, das ist jetzt nicht unbedingt Gegenstand dieses Abends. Aber es beginnt, wie gesagt, unten ist die physische Dimension, die zweite ist die emotionale Dimension, die dritte ist die Lichtdimension, die vierte ist die Energiedimension, die fünfte ist die ätherische Dimension, die sechste ist die geistige Dimension und die siebte ist die kausale Dimension. Und diese Körper oder diese Schichten sind wie eine Zwiebel ineinander verschachtelt, wie ein Salat, wo man ein Blattl übernimmt, nachher die nächsten Blattl und dann zum Schluss kriegt man das, wie sagt man, Salatherz. Auf das haben sie mir alle abgesehen. Ja? Und genauso ist es hier, die feinste Zwiebelschicht oder Salat, der Salatinnenteil, das ist eigentlich da oben, das ist die kausale Ebene. Und der Strahl der Öffnung beginnt aber von innen, es ist verkehrt herum. Es wird von innen nach außen geöffnet. Daher haben wir die Öffnung der inneren Dimensionen nicht mitbekommen. Weil man kann ja nicht einfach unten bei der Physis alles auseinanderreißen, bricht alles auseinander, sondern man muss ganz zart von innen nach außen wirken, um das langsam in Bewegung zu setzen. Es ist wie eine Wasserwelle, die von einem Stein in Berührung gebracht wird. Wenn man einen Stein ins Wasser wirft, dann macht es plumps. Und ganz in der Mitte gibt es einen Impuls und der dehnt sich dann wie eine Welle nach außen aus.
Und 1998, 99 war dieses Blumsen. Da ist sozusagen die siebte Dimension geöffnet worden. Und dann hat sich das Schicht für Schicht nach außen fortgepflanzt wie eine Welle und ist jetzt beim Herzchakra angekommen. Und im nächsten Jahr wird das Solarplexus-Chakra geöffnet. Und im Jahr 2007 vor allen Dingen dann. Also in diesem Jahr 2006 wird es vorbereitet und im nächsten Jahr wird es dann richtig aufgebrochen. Und dann zwei Jahre später kommt der Sakralbereich vom Sakralchakra, der dann da in diesen Bereich hineingeht. Der wird dann, diese Welle wird dann diesen Bereich erfassen und dann kommt das Wurzelchakra. Und da geht es richtig ans Eingemachte. 2012 kommt dann die ganz massive Phase, wo nachher alle richtig unten beim Wurzelchakra durchgeschüttelt werden. Ich glaube, es ist noch niemand entgangen, dass momentan eine Zeit ist, wo es ziemlich zugeht. Ja? Die Leute werden so richtig durchgebeutelt. Ja? Aber die Beutelung beginnt erst mit der Öffnung der unteren drei Chakren, weil jetzt geht es ins Physische hinein. Jetzt geht es in die physische Dimension, wo praktisch das davon erfasst wird. Die Mayas haben das eh schon lange gewusst. Die haben einen Maya-Kalender erstellt, in denen sie das sehr schön in Form von Wellen dargestellt haben. Wir haben morgen, glaube ich, ein Seminar zu dem Thema. Da gibt es morgen Einführung in die Struktur des Maya-Kalenders mit allem drum und dran. Wie ist der aufgebaut? Wie funktioniert der? Wie kann man Zeitsprünge machen? Was ist überhaupt die Zeit? Wir glauben immer, die Zeit teilt sich in drei Zeitzonen. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Das stimmt schon in gewisser Weise, aber es ist nicht so, dass die Zukunft vor uns liegt und die Vergangenheit hinter uns. Nein, die Zukunft ist jetzt. Und die Vergangenheit ist auch jetzt. Und wenn jemand sagt, er kann Zeitreisen machen, dann stimmt das, weil wir machen alle ständig Zeitreisen. Das mag jetzt abstrus erscheinen, aber es ist so. Manche können massivere Zeitreisen machen als andere, aber Zeitreisen machen alle. Und Zukunft gibt es nur jetzt. Und die Mayas haben Kalenderstrukturen entwickelt, wie man auf sehr fortgeschrittene Weise Zeitreisen machen kann. Das sind Zeitreisekalender. Und das schauen wir uns eben morgen an, wie das funktioniert. Wie man mit diesen Kalendern sozusagen durch die Zeit reisen kann. Hier sieht man da so eine Spiralstruktur, das die Mayas auch als eine Welle bezeichnen. Und das war die Welle, die hat da begonnen im 87er Jahr. Ja, die geht da rauf, da 88, 89, 90, bis 1999. Das war die Vorbereitungswelle für den Endzyklus einer großen Zeitepoche, die über 5000 Jahre gelaufen ist. Und zwischen 1999 und 2000 hat sich das dann umgepolt in die letzte Welle. Das ist die letzte 13er Welle, die dann von 2000 bis 2012 Ende läuft und dann mit dem Jahr 2013 praktisch abgeschlossen ist. Am Beginn des Jahres 2013. Und das war der Eintrittspunkt in die sogenannte harmonische Konvergenz, hat es damals geheißen. Und es ist ganz interessant, dass genau zu dem Zeitpunkt etwa, 86, 87, die Kornkreisphänomene angefangen haben in Südengland. Ja? Also vor 26 Jahren hat es sozusagen begonnen, jetzt einmal von 2012 zurückgerechnet. Und die harmonische Konvergenz ist das Eintreten der Erde in den solaren Strahl der Plejadischen Zentralsonne. Ja? Das Sonnensystem, muss ich jetzt ein bisschen umschwenken, ist ja keine starre Angelegenheit. Wenn wir unser Sonnensystem einmal so anschauen, ja, dann haben wir da die Sonne, nachher laufen da die inneren Planeten und dann die äußeren Planeten ist dann Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Und diese mehr oder weniger scheibenförmige Struktur von diesen Planeten, wie die da kreisen, die steht nicht einfach nur still im Weltall, sondern die bewegt sich ganz lautlos irgendwo hin und durchquert bei dieser Bewegung solche Bänder. Lassen wir den Pluto da mal weg, sagen wir mal, das ist so ein Band da. Ja? Dann ist es so, dass das Sonnensystem durch so ein Band durchwandern kann und zu bestimmten Zeitpunkten die Planeten, die ja um die Sonne kreisen, dieses Band zum ersten Mal kontaktieren. Und die Erde hat ein solches Band, nämlich das Plejadische Band der Strahlung des Photonengürtels der Plejaden, zum ersten Mal im Jahre 1987 zum ersten Mal kontaktiert. Da ist praktisch die Erde da zum ersten Mal angestoßen bei dem Bandel. Und seit dieser Zeit wandern wir immer weiter in dieses Band hinein. Und dieser erste Synchronisierungspunkt, das war die harmonische Konvergenz. Gibt es ein anderes Bild, da sieht man das auch noch einmal. Ja. Wenn da jetzt dann zum Beispiel unser Sonnensystem ist, dann wandert es langsam in dieses Band hinein. Das ist das Plejadische Strahlungsband, was da ausstrahlt. Und die Erde hat es zum ersten Mal kontaktiert im Jahre 87.
Und seit der Zeit gibt es Kornkreise, was natürlich zu der Frage führt, hat das etwas mit den Plejaden zu tun? Und meine persönliche Antwort ist ja. Ich persönlich glaube, dass die Kornkreise vom plejadischen Zentralsystem herunterkommen. Und gerade jetzt in diesem Jahr und im nächsten Jahr wird sich das offenbaren viel stärker, weil wir jetzt diesen Solarplexus-Bereich erreicht haben. Und da sitzt die Jungfrau, ja, von den Tierkreiszeichen, und die hat eine Kornähre in der Hand. Wer mal Sternbilder angeschaut hat, der weiß ja, jetzt muss ich schauen, ob wir da ein Jungfraubild haben. Ja, hier sieht man es. Hier sieht man, dass ja aus alter Zeit die verschiedenen Tierkreiszeichen an verschiedenen Körperteilen auch zugehörig dargestellt sind. Da ist zum Beispiel der Widder da oben, da hinten sitzt der Stier im Nacken. Ja. Da sind die Zwillinge links und rechts, da bei den Armen. Da ist der Krebs da am Brustbereich. Und da unterhalb dieses Krebses ist der Löwe. Und unterhalb des Löwen ist da so eine Frau, die hat zwar so Kornähren in der Hand, das ist die Jungfrau. Und das alte Symbol für die Plejaden waren immer die Kornähre. Das ist die Kornähre. Und das sind ja auch die Kornkreise, die ja deutlich zeigen, dass diese Muster in einer Kornährenstruktur erscheint. Und in diesem Jahr, 2006 und 2007, haben wir genau den Punkt erreicht, wo die Jungfrau mit der Kornähre drinnen sitzt. Das bedeutet, dass jetzt in diesen Jahren, dieses und nächstes Jahr, die Offenbarung über die Herkunft der Kornkreise ganz massiv hereinkommen wird. Und das hat sehr viel mit dem plejadischen System zu tun. Und dann geht es weiter zur Waage, ja, zum Skorpion, und dann da herunten ist der Schütze. Da haben wir nachher den Steinbock und da den Wassermann. Und ganz unten sind dann die Fische zugeordnet, bei den Fußsäulen. Das sind auch unsere sensibelsten Zonen. Fußreflexmassage, nicht? Man weiß ja, Fische sind ja sehr sensibel. Und das hängt sehr viel auch mit diesen Füßen da unten dann zusammen. So, nochmal zurück zu diesem Bereich. Ja, es ist also so, dass sich diese Entwicklung im Prinzip ja in den Kornkreisen schon auch abgebildet hat, wie sie das alles geöffnet hat. Natürlich muss man in der Metaphysik der Zusammenhänge ein bisschen bewandert sein, um das auch richtig deuten zu können. Wenn man da über 2000 Symbole hat, kann man leicht einen Überblick verlieren, vor allen Dingen, wenn es auch um die Informationen geht, die da dahinter stehen. Aber interessant war eben, was sich im Jahre 1999 abgespielt hat, wenn wir da noch einmal zurückgehen, war ja das der Punkt, wo die Welle, die letzte Welle der Öffnung der sieben Siegel begonnen hat. Das ist ja ein Zeitraum im Prinzip von 13 Jahren, in denen sich in je zwei Jahren ungefähr eine Öffnung von einer Ebene widerspiegelt. Nicht? Wenn wir sieben Ebenen haben, braucht man 14 Jahre, um diese sieben Ebenen zu öffnen. So zwischen 98 und 99 hat es begonnen, brauchen wir 14 Jahre bis 2012. Und daher war der Zeitraum besonders interessant. Und im Jahre 1999 sind diese Symbole erschienen da, ja? Die da. Und das da, das ist ja sehr berühmt, das ist der siebenstrahlige Kerzenleuchter aus der Bibel. Den kennt vielleicht der eine oder andere, der sich mit der kabbalistischen Tradition beschäftigt hat, das Alte Testament gelesen hat. Wurde vor 6000 Jahren offiziell auf dem Planeten installiert, mit der Bundeslade zusammen. Zum Zeitpunkt, als Moses einen Bund mit dem Gott Yahweh abgeschlossen hat. Und man sagt, dass seit dieser Zeit die Tradition der 12 Stämme Israels die dominante Rolle auf dem Planeten auch übernommen hat. Es sind auch sieben Strahlen da drauf. Ne? Das sind sieben Ebenen, um die es da geht. Ja, die sieben Lichter, wie sie auch genannt werden, die erleuchtet worden sind, nachdem die Bundeslade geschlossen wurde, nachdem wir in die Materie auch eingeschlossen worden ist, und daher ist auch der Würfel der Bundeslade erschienen. Der ist da, auf das kommen wir dann später nochmal genauer zu sprechen. Das war genau im Jahr 1999. Und der Kerzenleuchter ist jetzt aus, der hat keine Lichter da oben. Die Lichter sind abgelöscht worden. Der ist sozusagen wie ein Kerzenleuchter ausgemacht worden. Will andeuten, dass wir keine Kerze mehr brauchen. Ja, warum brauchen wir keine Kerzen mehr, wenn es draußen hell wird? Wenn es draußen dunkel ist, dann müssen wir es anzünden. Ne? Dann müssen wir Licht einschalten. Und wenn es draußen hell wird, können wir Kerzenleuchter ausmachen. Das bedeutet, der Beginn der Öffnung der siebten Ebene des Bundesladenwürfels hat hier begonnen. Ja? Und das ist ein interessanter Kornkreis gewesen, das ist die sogenannte Narrenkappe, die 14-strahlige Narrenkappe. Die Narrenkappe, die braucht es immer, wenn die sieben Dimensionen sozusagen
in die Dynamik hereintreten und das nennt man auch den Berater, ja, des Königs. Früher hat es immer am Königshof so Narren gegeben, die sind da mit Kasperl herumgesprungen und haben immer so satirische Programme aufgeführt, um etwas auf den Punkt zu bringen. Das waren eigentlich Berater, sehr feinstoffliche Berater der Königsliga. Das nennt man auch die Tarnkappe, um die es da geht. Die ist da auch erschienen. Ja. Es sind verschiedenste Symbole erschienen. 2 Jahre später, 2002, war dann die Öffnung des dritten Auges da. Wir haben da alle also ein drittes Auge, ein unsichtbares, das normalerweise geschlossen ist. Und das wurde dann 2002 auf 3 geöffnet, sowas. Und da sind lauter Augen erschienen. Da ist das allsehende Auge auf der Pyramide erschienen mit den 33 Strahlen. Das ist ein Freimaurersymbol. Das bedeutet, dass dieses allsehende Auge jetzt in Bewegung kommt. Und dass jetzt da nichts mehr so bleibt, wie es vorher war. Dass sich da im Hintergrund alles ändert. Da ist diese Iris erschienen da. Da ist dieser Engel erschienen, der aber gleichzeitig wie ein Bindi dargestellt ist. Das sind diese Punkte, die die indischen Frauen sich da oben aufmalen zum Beispiel. Der Bindi. Unsere Arbeitsgemeinschaft heißt Bindu. Bindu, www.bindu.at ist unsere Adresse. Und Bindu heißt der Ursprung des dritten Auges, aus dem heraus die Dinge herausquellen. Es sind lauter Strukturen erschienen, die das dritte Auge geöffnet haben. Und dann ist das astrale Chakra aufgebrochen worden. Das ist das Chakra der Information. Da. Sprachzentrum, Klangzentrum. Ja, da ist die Sprache, das sind die Ohren, da ist der Mund, da wird gesprochen. Und das Symbol für die Information war seit jeher immer das Pentagramm. Ja, die Aufbrechung der Pentagonale, das ist einer der besten, interessantesten Kornkreise gewesen zu diesem Zeitpunkt. Das war schon so zwischen 2001 bis 2003, hat das herübergewirkt. Und zum damaligen Zeitpunkt haben wir auch ein physisch massives Ereignis auf der Welt gehabt, wo das Pentagon aufgebrochen worden ist. Das war der Einschuss vom Pentagon in Amerika. Das war sozusagen die physische Entsprechung zu diesen Kornkreisen, die da erschienen sind. Lauter pentagonale Strukturen, die dieses Chakra aufgebrochen haben. Damals haben die Leute alle geklagt, dass sie so ein Kratzen im Hals haben und dass das so ein komischer Punkt so wehtet und so weiter. Habe ich reihenweise von Leuten gehört. Dann kam das Herzchakra. Ja, Herzlunge ist der Bereich, in dem wir zwischen 2004 und 2005 drinnen waren. Das war also der Bereich, der jetzt vor der Zeit 2006 bis 2012 liegt. Und das ist ja das, was wir uns in besonderer Weise heute Abend anschauen wollen. Aber das vielleicht als Vorbereitung. Da ist der Bereich, wo der sogenannte Schlüsselmann auch sitzt. Ja? Weil das Herz ja die Mitte darstellt zwischen oben und unten. Ich zeige das noch einmal vorher bei diesen zwei Bildern. Wir haben da dieses Bild da gehabt. Da sieht man das sehr schön, dass es oben 3 Dimensionen gibt, erste, zweite und dritte, dann kommt das Herzchakra und dann dritte, zweites und erstes unten. Also das ist dann 7. Dimension, 6. Dimension, 5. Dimension, da ist die Mitte, Herzchakra, 4. Dimension, dann 3. Dimension, 2. Dimension, 1. Dimension. Das ist der Grenzbereich. Das Herz ist also eine Dimension, die innere und äußere Wirklichkeiten miteinander verbindet und daher nennt man das auch als die Schlüsselebene. Das große Tor, wo man von einer Dimension der grobstofflichen Ebene in die andere der feinstofflichen überwechseln kann. Und diese wird besonders bewacht, das ist eine Tür, die besonders bewacht wird, symbolisch von den Schlüsselträgern. Da gibt es 2. Den einen Schlüssel haben die Logen und den anderen Schlüssel hat der Petrus oder die Christusenergie und die stellvertretende Funktion der Christusenergie. Das sind die 2 Schlüssel, auf die kommen noch genauer zu sprechen. Und daher sind zu diesem Zeitpunkt auch die Schlüssel erschienen, um das Herzchakra zu öffnen. Da ist der Schlüssel, da, das ist der Petrus-Schlüssel. Ich werde dann später noch einmal auf das eingehen. Das da, das ist der Hermes-Schlüssel, der auch mit dem Herzchakra was zu tun hat. Das ist das Chakrensystem mit geöffnetem Herz da. Ja? Da tauchen zum ersten Mal die 4 Christusstrahlen auf. Das nennt man auch die Zersplitterung des Spiegels. Ein Spiegel spiegelt uns eine Wirklichkeit vor, die gar nicht echt ist. Wenn ich in den Spiegel schaue, dann sehe ich ein spiegeltes Bild. Aber das ist nicht real. Wir leben in einer Spiegelwelt. Im Spiegelkabinett der Matrix, könnte man sagen. Und dieser Spiegel ist jetzt eingeschlagen worden. Er ist übrigens auch aktuell in dem Film Gebrüder Grimm sehr schön dargestellt, wo der Jakob Grimm den Spiegel einschlägt. Ne? Und dann nachher die schöne Prinzessin, die gar nicht echt ist, dann sozusagen da dahin siechen muss.
Und dann nachher kamen sehr viele interessante Symbole, die dann zum ersten Mal zeigen, wie diese vier Christusstrahlen sich da zu öffnen beginnen. Und jetzt kommt der Bereich, wo die unteren drei Chakren geöffnet werden, in die wir uns jetzt dann sozusagen nachher noch genauer hineinbegeben wollen, was ja eigentlich der Aufhänger des ganzen heutigen Abends ist. Für Fortgeschrittene ist es so, dass das natürlich etwas auch mit dem Maya-Kalender zu tun hat, denn im Maya-Kalender ist es so, dass es da größere und kleinere Zeiträume gibt, mit denen der sich beschäftigt. Und die letzten 13 Jahre einer Struktur nennt man die Zeitwelle, auf der das alles aufläuft. Ja? Das ist diese sogenannte Welle, das ist diese Sternwelle, nennt man das auch. Ja? Das ist die letzte Welle im Maya-Kalender, da werden wir uns morgen genauer darüber unterhalten. Die läuft über 13 Jahre und wir haben jetzt sozusagen die zweite Hälfte von dieser Welle da erreicht. Und man kann jedes einzelne Jahr dann auch auf den Bundesladenwürfel projizieren und bekommt dann diese Darstellung hier. Und da sieht man sehr schön, was sich in diesen einzelnen Jahren alles getan hat. Der José Argüelles, der uns den Maya-Kalender entschlüsselt hat, hat uns diese Grafik hinterlassen. Ja, wie die Zeit von 1997 bis 2012 da eigentlich ausschaut und hat für jedes Jahr die Projektion der Energie, die damit in Verbindung steht, da in den Bundesladenwürfel dann hineingeschrieben. Das werden wir sehr genau betrachten, aber das gibt's. Wir werden dann später vielleicht auf das noch einmal zurückkommen. Warum die letzten 13 Jahre so wichtig sind, hat etwas damit zu tun, dass die Mayas diesen Kalender für lange Zeiträume konzipiert gehabt haben. Die Mayas waren die besten, wie soll ich sagen, Kalenderentwickler, die es auf der Welt überhaupt gegeben hat. Ja? Es gibt niemanden, der einen tieferen Einblick in die Struktur von Knotenpunkten in der Zeit gehabt hat, als die Mayas. Ja? Und die haben uns einen Kalender hinterlassen, der als Zolkin bekannt gewesen ist. Und diesen Kalender haben sie beginnen lassen vor ungefähr 3000 Jahren. Das war der Zeitpunkt 3113 vor Christus. Da haben die einen Synchronisationspunkt im Kalender gemacht und gesagt, da beginnt ein bestimmtes Zeitalter. Und das geht jetzt für 5200 Jahre ungefähr, dauert es, bis das ausläuft. Und der exakte Zeitpunkt, wann das wieder zu Ende ist, das wird 2012 sein. Und dieser Kalender wurde in solchen Linien da strukturiert. Man sieht da so Linien, die da so runtergehen. Das sind so Spalten. Und jede Spalte hat genau 20 Strukturen und das Ganze ist 13 Mal als Linien aufgezogen. Das heißt, es gibt alles 13er, lauter 13er Zeitzonen. Und die letzten 13 Jahre, in denen wir uns da befinden, spiegeln den ganzen Zeitblock der letzten 5000 Jahre wieder. Das heißt, die ganze Energie der letzten 5000 Jahre wird jetzt hereingespielt und verdichtet sich Jahr für Jahr für Jahr immer mehr Richtung 2012. Und es wird wie eine Welle, die ans Ufer kommt, aufgeschaukelt. Ja. Zuerst merkt man nichts von der Welle. Das Wasser kommt angerauscht und dann steigt das Gelände an und plötzlich türmt sie diese Welle auf und dann kommt der Zeitpunkt, wo sie sich überschlägt. So, wir haben jetzt den Zeitpunkt erreicht, wo wir die Auftürmung der Zeitwelle erreicht haben, weil der Mittelpunkt der letzten Welle jetzt erreicht ist. Jetzt beginnt sie sich aufzutürmen und in den nächsten 2 Jahren wird sie sich so weit aufgetürmt haben, dass sie sich dann 2008 überschlägt. Und das bedeutet auch physisch, dass sich ab 2008 die Ereignisse auf dem Planeten überschlagen können. Ganz buchstäblich. Ja? Und in den nächsten 2 Jahren wird sie das auftürmen. Und dann muss sie sich überschlagen. Was das konkret bedeutet, auf das komme ich noch zu sprechen, weil das hat sehr viel mit dem Geldsystem zu tun, in dem wir momentan drinnen stecken. Und vieles deutet darauf hin, dass die Dollarblase 2007 endgültig explodiert. Und wenn das passiert, dann überschlagen sich die Ereignisse. Dann haben wir eine Wirtschaftskrise, die viel größer ist als die 1929. Das ist ein Witz dagegen, was 1929 war. Das wird aber von verschiedenen Faktoren abhängen, die jetzt noch nicht genau bekannt sind. Vor allen Dingen von der Handlungsweise Chinas und Russlands, die die größten Dollarreserven halten auf diesem Planeten. Sie selber werden die letztendliche Entscheidung darüber fällen, in welche Richtung das Ganze marschiert. Auslöser könnte aber definitiv der Iran sein. Das Ganze baut sich ja jetzt eh schon auf. Auf das komme ich dann nachher noch ganz deutlich zu sprechen. Das war also dieser Zyklus. Diese 5000 Jahre, die haben auch einen Namen bekommen. Und das nennt man das Zeitalter, im Sanskrit auch Yuga genannt, des dunklen Reiters. Oder auch
des apokalyptischen Reiters, und der hat einen Namen, der ist Kalki, und die Zeit, die dazu gehört, heißt Kali, die dunkle Zeit. Kali Yuga, das dunkle Zeitalter. Das ist der Reiter da auf seinem Pferd. Das ist der Weiße Ritter. Es gibt in Amerika die Weiße Ritterschaft, über die relativ wenig bekannt ist, aber die jetzt in der Zukunft ganz schön aktiv werden wird. Ja. Und wenn der Weiße Reiter zu reiten beginnt, dann fegt er da alles weg, auf buchstäblich. Der Sitz des Weißen Reiters ist übrigens da, im Himalaya. Ja. Das Himalaya-Gebiet und der obere Teil der Mongolei ist die Herkunft des Weißen Reiters. Und dieser Bereich nennt man Shambhala, das Reich des Friedens. Der Sitz der Herr des Friedens, der heißt auch Shambhu. Das ist ein anderer Name vom Shiva. Der Shiva heißt auch Shambhu, der Schaumgeborene. Das hängt auch mit den weißen Einhörnern zusammen, die aus dem Schaum der Aphrodite, des Meeres, der Meereswelle der Zeit geboren werden. Da sind wir dann schon wieder bei der Zeitwelle. Ja? Und die Aphrodite. Und wenn das Einhorn sein Horn verliert, auf das komme ich nachher noch zu sprechen, dann beginnt der apokalyptische Reiter zu reiten. Dann überschlägt sich die Zeitwelle. Der hat übrigens ein Lichtschwert in der Hand. Man sieht es da angedeutet. Ja? Das ist das berühmte Lichtschwert des heiligen Michael. Das ist noch nicht aktiviert, aber das wird jetzt aktiviert, weil jetzt das Herzchakra aufgegangen ist und jetzt im Solarplexus dieses Schwert herausgezogen wird. Das steckt nämlich in einem Stein der Loge drinnen und die Loge hält das ziemlich fest und lässt das nicht los, aber irgendwann müssen sie es leider loslassen und das passiert in den nächsten 2 Jahren. Dann wird das frei und dann wird sich diese sogenannte Zeitwelle, ja, der Schaumgeborenen oder des Shambhu offenbaren und ab 2008 kann es also richtig losgehen. Und Shambhala ist der Ort, wo der Frieden herrscht. Das ist im Himalaya ein besonderes Gebiet, das Kailash. Das ist ein Berg, wo der Shiva meditiert und seine Ruhe haben will. Denn der Teufel will mit dem Krieg nichts zu tun haben. Der will seinen Frieden und seine Ruhe haben. Und daher soll man einen schlafenden Teufel nicht aufwecken, wie das Sprichwort schon sagt. Aber leider haben wir das jetzt momentan getan. Und wenn der aufgewacht ist, dann geht es ordentlich rund. Dann reitet der Reiter eben aus. So, die Manifestation des Kalki-Avatar, wie das auch heißt, ja, der Reiter auf dem weißen Pferd, der apokalyptische Reiter, ist auch der Endpunkt des alten Zeitalters. Das ist der Endpunkt. Und mit 2012 geht dieses Zeitalter endgültig zu Ende und dann ist die große Reinigung vollzogen und das goldene Zeitalter kann beginnen. Das ist die neue Genesis, die dem apokalyptischen Reiter spiegelbildlich gegenübersteht. Ja. Nur dieser Endpunkt ist noch nicht ganz erreicht, sondern wird jetzt sozusagen erst passieren. In der Grafik habe ich das noch einmal sehr schön zusammengefasst. Wo wir jetzt sind, da ist ein Yin-Yang in die Chakren eingezeichnet. Und das ist die große Umpolung. Das war jetzt der Bereich, den wir hinter uns gebraucht haben, der blaue da. Ja? 7., 6., 5. und 4. Chakra. Und in dem hat sich das jetzt umgepolt und jetzt kommen wir in den gelben Bereich da hinein. Das ist der untere Bereich des Yin-Yangs. Ja? Und jetzt polt sich der feinstoffliche Bereich in den grobstofflichen Bereich um und das Ganze muss auf der physischen Ebene zu greifen beginnen. Und das hat natürlich dann doch sehr massive Auswirkungen, gar keine Frage. So ist es auch dargestellt gewesen im Jahre 2004. Da kam das Chakrensystem, man sieht, die oberen Chakren sind hier alle geöffnet, 7., 6. und 5. Das 4. wurde geöffnet zu dieser Zeit. Und die sind noch geschlossen. Das heißt, das da, das Solarplexus-Chakra, das wird jetzt geöffnet. Da ist das Feuerrad dafür, dass das öffnet. Das nennt man auch das Zeitrad oder das Kali-Chakra oder Kala-Chakra. Und es beginnt da beim oberen Bereich des Herzens und reicht da bis zum obersten Ausläufer des Sakral-Chakras herunter. Und das wird jetzt in diesem Jahr vor allen Dingen die Solarplexus-Struktur aufbrechen. Ja. Und daher ist jetzt der Bereich sehr tangiert und alles, was da dazugehört. Jetzt machen wir mal eine kurze Kaffeepause und nach der Kaffeepause schauen wir uns an, was gehört denn alles da in den Bereich hinein, was jetzt in den nächsten Jahren davon tangiert sein wird. Und das ist ja ganz, ganz, ganz viel. Geschichte dieses Paradigmenwechsels aus der Sicht der 13 Jahre eigentlich betrachtet haben. Und nur kurz eben skizziert haben, dass in den letzten 7 Jahren im Prinzip die feinstofflichen Chakren auch aufgegangen sind. Man nennt es auch die blaue Phase da.
Das sind auch die blauen Farben im Chakrensystem. Das beginnt ja bei Ultraviolett, geht dann zu Indigo-Blau. Mit dem dritten Auge wurde auch der Indigo-Strahl zum ersten Mal aktiviert. Und das war so die Zeit, wo die ersten Bücher über die Indigo-Kinder dann so veröffentlicht worden sind. Und dann eben die hellblaue Phase mit dieser Öffnung und dann die grüne Phase mit dem grünen Herz. Das war dann auch der Maximalpunkt, wo dann die Bücher über die grüne Energie in Umlauf gekommen sind. Das waren dann die Cryon-Energiebücher, die da in Umlauf gekommen sind bis zum 26. Teil oder ich weiß nicht, wie viele Teile das es gegeben hat. Und das grüne Energiegitternetz dann auch in der Installation mit 2005 abgeschlossen wurde. Ja. Das ist auch sehr wichtig. Das bedeutet, dass die Umpolung der Energiematrix jetzt in das neue Energiesystem mit dem Jahr 2006 auch beginnt und die Energie wird jetzt in ein neues System hineingeleitet und vom alten abgezogen. Das alte System ist bekannt als Hartmann-Gitter und Curry-Gitter. Ja. Das Curry-Gitter ist ein Dreiecksgitter und das Hartmann-Gitter ist ein Vierecksgitter. Das Vierecksgitter hängt mit dem Basischakra zusammen hier unten, da ist ein Würfel drinnen. Und das Curry-Gitter, das hängt mit der Struktur des Solarplexus zusammen. Und in den nächsten zwei Jahren bricht das Curry-Gitter zusammen, da gibt es Umschichtungen. Und dann 2010 bis 2012 bricht das Hartmann-Gitter zusammen. Und die Energie wird jetzt umgelenkt in ganz andere Chakrenbereiche, die vor allen Dingen mit dem zweiten, dem vierten und dem sechsten Chakra etwas zu tun haben. Das heißt, wir kriegen dann nachher ein Dodekaeder-Gitter, ein Oktaeder-Gitter und ein Ikosaeder-Gitter. Das sind die neuen Gitter. Und das Wichtigste von diesen ist das Dodekaeder-Gitter. Das ist das fünfseitige mit einem Fünfeck, in das jetzt die Energie hineingelenkt wird, weil das für den Wassermann die zentrale Hintergrundenergie darstellt. In das Dodekaeder-Gitter wird die Energie hineingelenkt. Und welchen Namen das bekommt, weiß man noch nicht, aber irgendeinen Namen wird schon kriegen. Ja? Wenn wir dann sehen. Und in der letzten Konsequenz wird das ins grüne Herzgitter gelenkt und das ist das Oktaedergitter. Das ist der grüne Herzkristall von der Mutter Erde, in das dann die ganze Energie sozusagen hineinfließt. Die nächsten zwei Jahre haben wir auch vornehmlich die Farbe Gelb. Es geht um die gelbe Farbe des Solarplexus. Das ist die zentrale Farbe für die nächsten zwei Jahre. Dann haben wir die Farbe Orange 2008 auf 9. Dass wir jetzt mit dem Jahr 2005, also hier in dem Bereich, wo das umgepolt hat, auch in der Politik zum ersten Mal die orangen Strahlen bekommen haben, ist kein Zufall. Man denke nur an die orange Revolution in der Ukraine, die jetzt wieder zum Kippen anfängt und so weiter. Und das wechselt halt immer so. Und auch in Österreich hatten wir diese kurze Phase, wo es die orange BZÖ-Bewegung da gegeben hat, die da vom Jörgl Haider initiiert worden ist. Werden wir sehen, wie es weitergeht. Die richtige orange Phase beginnt aber erst 2008 auf 9. Das ist dann die Zeit, wo es wirklich orange wird. Und dann 2010 auf 12 wird dann der sogenannte rote Strahl aktiviert. Das ist die rote Phase. Und das nennt man auch die Magenta-Energie. Das ist auch Magenta-Violett, hängt auch damit zusammen, was dann so gegen Ende 2012 dann massiv da hereinkommt. Ja, hier sieht man es noch einmal. Das war die blaue Phase, da ist der grüne Bereich und dann unten kommt dann das Orange-Rote. Mit der Öffnung des Herzchakras ist sozusagen das große Tor zu den Dimensionen der höheren Sphären aufgebrochen worden. Nur im Herzchakra selber ist es noch nicht sichtbar, weil der Körper der Sichtbarkeit mit diesem Chakra etwas zu tun hat und das ist der Solarplexus. Der Solarplexus steht für die Aura. Der aurale Lichtkörper ist zentral an das Solarplexus gekoppelt und um das zu sehen, was sich da hinter den Kulissen abgespielt hat, muss zuerst dieses Chakra aufgebrochen werden, weil dann die neuen Energien des Aurafeldes überhaupt sichtbar werden können. Und das beginnt sozusagen heuer im Sommer, also das ist die Periode, wo sich jetzt das aufbaut über die Kornkreise und zieht sich bis Ende 2007, wo die Sichtbarkeit des Hintergrundfeldes der neueren Aura wirksam wird und die alte abmontiert wird. Ja, also Veränderungen in der Aura von Personen, des ganzen Planeten und überhaupt in der sichtbaren Wahrnehmung mit Augen und solchen Dingen sind in den nächsten zwei Jahren sehr massiv zu erwarten. Ich gehe auch davon aus, dass das sicher auch die Lichterscheinungen, die als begleitende Ma-Struktur der Kornkreise immer wieder auftreten, dann auch tangieren wird. Ja, also wir kommen also jetzt 2006, 2007 in die Solarplexusöffnung hinein. Das kann zum Teil auch relativ schmerzhaft sein,
wenn das Solarplexus aufgebrochen wird, weil das eine Lichtmatrix ist und man spürt das dann oft beim Solarplexus, dann geht das dann so wie Lanzen da durch das System durch. Das kann also sehr schmerzhaft sein. Es gibt bestimmte Organe, die davon auch betroffen sein können, auf das komme ich gleich zu sprechen. Mit der Aufbrechung des Solarplexus wird auch die zweite Christusenergie installiert. Die erste Christusenergie ist jetzt schon installiert worden. Das ist die subtilste von allen, das ist der Adler. Ja. Der hängt mit dem heiligen Johannes zusammen. Und jetzt kommt die zweite Christusmatrix, die mit diesem Bereich in Verbindung steht, die aus dem Solarplexus herauskommt. Das ist dann mit dem Löwen, steht das in Verbindung. Der Löwe, der aus dem Herz herausgesprungen ist, wird jetzt dieses Solarplexus aufreißen, buchstäblich. Und das tangiert auch den wirtschaftlichen Bereich, auf das komme ich gleich zu sprechen. Dann kommt die Matrix des emotionalen Sektors, die davon tangiert ist. Das ist der Bereich 2008 auf 9. Die hängt mit der Energie des Matthäus auch zusammen. Ja. Und dann der letzte Bereich, der mit dem Stier verknüpft ist, der dann 2010 auf 12 geöffnet wird. Das ist der sogenannte Lukas-Bereich, der mit dem Lukas-Evangelium auch in Verbindung steht. Der wird dann in der letzten Phase dann praktisch geöffnet. Das tangiert dann den Stier. Das sind die Organe, die mit dem Solarplexus einmal in Verbindung stehen. Alles, was mit dem Licht zu tun hat und alles, was mit der Bewegung zu tun hat. Das Solarplexus-Chakra, ja, ist auch das Chakra für die soziale Komponente. Ja. Wenn wir mal von unten nach oben zählen, haben wir erstes Chakra Vaterenergie, zweites Chakra Mutterenergie, drittes Chakra Kindenergie. Mit den unteren drei Chakren hat man einen Verband, den sogenannten sozialen Familienverband. Daher ist die soziale Komponente mit dem Solarplexus verknüpft. Und alles, was mit Sozius und sozial zu tun hat, ist jetzt davon tangiert. Das bedeutet, in der Familie, die Auseinandersetzungen zwischen Eltern und Kindern können eine etwas ungeahnte Ausmaße da erreichen in den nächsten 2 Jahren. Aber auch, was mit unserem guten Sozius was zu tun hat. Wir sitzen alle auf einem Sessel und der Sozius, der uns auch irgendwo hinbringt, nämlich als Gefährt, die Gefährten, das sind ja unsere sozialen Freunde, und das Gefährt wird davon betroffen sein. Das heißt, die Automobilindustrie und unsere Autos stehen in den nächsten 2 Jahren ganz massiv auf dem Prüfstand und das hat natürlich mit dem Öl was zu tun, weil das ja der Treibstoff ist, der das Ganze antreibt. Daher wird es große Umbrüche im Energiesektor geben, die sich in den nächsten 2 Jahren da auf den Punkt kommen. Die Bewegungsmobilität im Körper direkt wird über die Beine ausgedrückt. Ja, es hängt also mit vom Fuß bis darauf zum Oberschenkel. Sind die besonders gefährdeten Zonen in den nächsten 2 Jahren, habe ich persönlich miterleben dürfen. Bei mir ist es schon etwas früher eingetreten, habe meinen Fuß gebrochen letztes Jahr und bin dann erst einmal in den Untergrund abgetaucht. War übrigens auch mit Kornkreisen verbunden, nachdem ich in Solarplexus Chakra dort hineinmarschiert bin, was ich besser nicht getan hätte, hat es mir dann nachher den Fuß zerspragelt da, mit entsprechenden Nebenerfahrungen, die das Ganze ausgelöst hat. Also bitte in den nächsten 2 Jahren da auf die Beine gut aufpassen, weil Beinbrüche sind vorprogrammiert und alle möglichen Nebenbegleiterscheinungen, die damit etwas zu tun haben. Ja, das geht da vom Solarplexus aus. Ja. Die Beine sind auch für die Bewegung zuständig, das nennt man die Ausgleichung. Das hat was mit Ausgleich zu tun. In den nächsten 2 Jahren werden Energien ausgeglichen. Wer eine negative finanzielle sozusagen Bilanz hat, der wird gezwungen, in den Ausgleich zu gehen, sagt man ja auch in der Fachsprache. Eine Firma geht in den Ausgleich, nicht? Der große Ausgleich ist allerdings dann das sogenannte jüngste Gericht, was mit der Waagschale etwas zu tun hat, das ich dann nachher wieder einpendeln muss. Auf das komme ich dann nachher noch zu sprechen. Also, ich habe es hier mal ein bisschen zusammengefasst. Was den Körper betreffen wird in den nächsten 2 Jahren, ist Fuß, Knie, Knieprobleme auch in besonderer Weise, unter Oberschenkel, Bewegungsabläufe, Augen und Sehorgane sind auch ganz massiv davon betroffen. Es kann auch durchaus jetzt zu, wie gesagt, optischen Erscheinungen kommen, die nicht vorgesehen sind. Vorsehung, nicht, nennt sich das ja auch. Ich sehe etwas vor mir. Wieso sehe ich es vor mir? Es kommt auf mich zu. Die Vorsehung kommt auf mich zu. Deswegen sehe ich es als erstes. Und jetzt, wenn die Aura geöffnet wird vom Solarplexus, kann ich natürlich Dinge sehen, die ich vorher nicht gesehen habe. Das heißt, die Hellsichtigkeit bei den Leuten wird jetzt einsetzen. Wie wenn jemand einen Clipser einschaltet und in den nächsten 2 Jahren in besonderer Weise kann das ganz massiv zunehmen.
Das betrifft all jene Leute, die mit dem Solarplexus eine engere Beziehung haben. Nicht jeder hat eine enge Beziehung mit Solarplexus, aber manche davon. Unterhalb von dem gibt es auch die Organe, die darunter sind. Das betrifft die Bauchspeicheldrüse und die damit in Verbindung stehenden, vor allen Dingen feuerstoffverarbeitenden Organe. Und das ist die Leber in erster Linie, die mit dem Fett etwas zu tun hat, weil das ist für die Fettverdauung zuständig. Auch Leberprobleme und Dinge, die damit agiert sind, hängen damit zusammen. Darunter ist auch Magen- und Darmbereich. Das ist auch ganz massiv davon betroffen. Das kann also auch relativ stark in diesen Bereich hineingehen. Und das mit der Aura verknüpfte Abwehrsystem. Wir haben auch eine Firewall im Körper, die Viren abwehrt, so wie die Computerviren von der Firewall abgewehrt werden, haben wir auch eine Firewall. Und das ist bei uns das Immunsystem, das in die Aura gekoppelt ist. Und eine Umstrukturierung im Solarplexus-Bereich bringt immer eine Umstrukturierung in der Aura. Bei uns wird die ganze Aura umstrukturiert und daher wird auch das ganze Firewall-System praktisch umstrukturiert. Und das kann während der Umstrukturierungsphase dann vermehrt zu Krankheitsbildern führen, die das Immunsystem angreifen. In besonderer Weise die damit in Verbindung stehenden Erreger, und das sind die Viren. Ja? Wir haben ja drei verschiedene Erregertypen. Das erste ist Viren, das zweite sind Bakterien und das dritte sind Pilze. Pilze greifen die körperliche Struktur an oder heilen sie auch. Bakterien sind für den Stoffwechsel zuständig und Viren sind für den Feuer- oder Aurakörper zuständig. Daher sind Virenerkrankungen auch immer Hochtemperaturerkrankungen und laufen immer mit hohem Fieber ab. Und nachdem ja, das ist ja interessant, man muss ja das ein bisschen feinstofflicher betrachten, die erste Ebene der Aufbrechung des Christusschlosses mit dem da in Verbindung steht und von da die Energie einsickert, kommt über den Vogel der ganze Energiesektor herunter. Und deswegen haben wir die Vogelgrippe. Ja, weil natürlich gewisse Kreise sehr genau wissen, was man bewusstseinsmäßig ins Feld hineinsetzen kann, damit es sozusagen das Thema sozusagen aufgreift. Und über den Vogel ist das erste Christus-Thema aufgebrochen worden und deswegen kommt die Vogelgrippe herein, weil jetzt das Solarplexus-Chakra davon betroffen sein soll. Naja, was man davon zu halten hat, wissen wir eh. Ja? So, auf der Gesellschaftsebene gibt es natürlich auch Dinge, die mit dem Solarplexus-Chakra etwas zu tun haben werden. Das sind natürlich die Sonnenaktivitäten. Was tut sie auf der Sonne? Letzte Woche war ein interessanter Artikel in der Zeitung, dass das Radar nicht mehr richtig funktioniert hat, das Wetterradar. Ich weiß nicht, wer das gelesen hat. Dass ganze Flächen plötzlich Regenwolken angezeigt haben, über mehrere Quadrat, hunderte von Quadratkilometern, wo überhaupt gar keine Regenwolke war. Das heißt, die Hochfrequenzenergie ist ja gekoppelt an das Licht. Licht schwingt mit sehr hohen Schwingungen. Ja, das ist ja über dem Gigahertz-Bereich oben. Und alles, was im Hochfrequenzbereich schwingt, wird jetzt umgeschichtet. Und es kann daher zu merkwürdigen sensoralen Wahrnehmungen führen, dass die Sensoren verrückt spielen, weil das einfach nicht mehr so greift, wie es vorher gegriffen hat, weil dort alles umstrukturiert wird. Ja? Also Zusammenbruch von Radar-Dingen und so weiter ist durchaus möglich. Auch die Sonnenaktivität wird sich da verändern. Eine Begleiterscheinung davon ist unter anderem die Aurora Borealis. Zunahme der Aurora Borealis kann in den nächsten 2 Jahren auch im Prinzip hereinkommen. Das hängt natürlich eng auch mit der Erdmagnetfeldstruktur zusammen, die in dem Zusammenhang zurückgefahren wird weiter. Man kann heute noch nicht sagen, ob der Zusammenbruch des Erdmagnetfeldes über das ganze Wassermann-Zeitalter laufen wird oder ob es eine progressive Steigerung gibt. Sicher ist, dass 10% bereits weg sind und wenn es eine Steigerung gibt im Sinne einer Anstiegskurve, dann kann das auch in 10 Jahren verschwinden und umpolen. Ansonsten, wenn es linear weitergeht, dann dauert es halt entsprechend länger. Aber es ist beides möglich und ein Zusammenbruch des Erdmagnetfeldes hat massive Auswirkungen auf alles Mögliche. Ja? Da kann ich dann nur sagen, da ist die Handystrahlung von den Handymasten ein Witz. Dagegen, wenn das Erdmagnetfeld weg ist, dann dürfen wir untertauchen. Buchstäblich untertauchen in den Keller hinunter, weil diese Strahlung, die dann hereinkommt vom Weltraum, die hält niemand aus von der Sonne. Die ist so massiv, das erzeugt dann solche inneren Erregungszustände, weshalb ich nicht glaube, dass das für sehr lange Zeit der Fall sein wird. Aber es gibt die berühmten 3 Tage, von denen immer gesprochen wird. Und während dieser 3 Tage bitte dann in den Keller abtauchen, weil diese Strahlung sonst niemand aushält. Ein Bereich, der davon tangiert ist, der hängt natürlich auch
mit der Wirtschaft zusammen, denn dieses Solar Plexus da, das nennt man auch die Scheibe oder die Drehscheibe. Ja? Was ist die Drehscheibe für die Wirtschaft? Das Geld. Es dreht sich immer alles ums Geld. Ja? Weil das eben eine Scheibe ist und tatsächlich ja auch als solche in Form von Münzen in Umlauf gebracht wird. Ne? Die Münzen waren ja die alten eigentlichen Geldmittel und das kommt auch aus dem Gold heraus, aber das kommen wir nachher noch zu sprechen. Also Geld und Wirtschaft wird massiv davon tangiert sein. Da gibt es Umschichtungen, Veränderungen, Bewusstseinsveränderungen. Viele Leute werden anfangen, darüber nachzudenken, was das eigentlich bedeutet. Es kann aber auch ziemlich höllisch zugehen, wenn dann plötzlich das nicht mehr so funktioniert, wie es bisher gelaufen ist und dann ein Geldhahn versiegt oder sowas in der Richtung, dann fliegen die Fetzen. Ja, wenn es ums Geld geht, fliegen meistens die Fetzen. Wirtschaftliche Veränderungen bedeutet auch im Großen, dass zum Beispiel bei der Börse ein Zusammenbruch erfolgen kann. Das ist ja eigentlich die Geldbörse, um die es da geht, wenn wir von der Börse sprechen. Und wenn da hinten der Fluss des Geldes nicht mehr funktioniert, dann bricht die Börse zusammen. Ja? Wenn die große Geldbörse, die göttliche, zusammenbricht, dann bricht die kleine Geldbörse natürlich mit zusammen als Folgeerscheinung davon. Das ist also der Bereich, der da auch tangiert sein wird. Ein Stoff, der damit in Verbindung steht, ist natürlich der brennbare Stoff. Alles, was brennbar ist, ist ebenfalls mit dem Feuer verknüpft und mit dem Solarplexus. Auch das ist davon tangiert. Daher ist die Öl- oder Erdölindustrie ganz besonders anfällig in den nächsten 2 Jahren. Und das ganze Augenmerk wird sich auf die Erdölstaaten richten, in denen diese ganze Energie rausgepumpt wird, wo es da vor sich geht. Der Irak ist ja schon in der Trudelphase, wobei es den Amerikanern nicht besonders gut damit geht, muss man auch dazu sagen, ja, weil das sind sehr hohe Verluste, die sie da haben. Und wie sie lange sie die Position halten können werden, das wird sich noch zeigen. Und vom Iran ganz zu schweigen, aber mit dem Iran kommt eine sehr kritische Phase im gesamten Erdölbereich herein und da bricht sich alles auf den Kern herunter. Es geht ja auch um die Kernenergie, auf das komme ich nachher noch genauer zu sprechen. Ja. Und spirituell, wie gesagt, geht es natürlich um die Familienstruktur, insbesondere um das Beziehungsverhältnis zu den Kindern, aber auch um Umstrukturierungen im Freundschaftsbereich. Denn die soziale Komponente spiegelt sich in der Freundschaft wider. Es kann sehr leicht passieren, dass sehr grundsätzliche Freundschaften plötzlich zu Ende gehen, die über Jahrzehnte gehalten haben und die gehen jetzt plötzlich zu Ende, weil das so nicht mehr haltbar ist und dafür kommen neue, ganz neue, ungeahnte von völlig anderen Richtungen plötzlich herein. Das ist das Thema der nächsten 2 Jahre. Und es wird um Macht gehen, denn da ist die Macht zu Hause. Ja? Das heißt, die Umstrukturierung von Machtbereichen, sowohl im Privaten als auch in der größeren Öffentlichkeit, kommt auch aufs Programm. Das heißt, wenn jetzt plötzlich der Machtkampf in der Familie beginnt, dann hat es sicher seine Ursachen eben in der Öffnung dieses Solarplexus-Chakras. Ja, wie gesagt, das ist die Situation mit dem Erdmagnetfeld. Hier ist ein schönes Bild. Da sieht man die kleine Erde. Das ist der sogenannte Erdmagnetgürtel, der auch Van Allen-Gürtel heißt. Und der verhindert, dass die sogenannte Sonnenstrahlung ungehindert und ungefiltert da hereinkommen kann. Diese rollt sich nur bei den Polen ein und kommt dann da über den Nord- und Südpol herein und erzeugt in der Ionosphäre dann diese Aurora Borealis. Wenn diese Magnetgürtel, diese Linien da aber zusammenbrechen, dann kommt da ungehindert die ganze Sonnenstrahlung voll hereingebrettelt. Und da ist sehr, sehr viel Indigo-Strahlung dabei, also UVABC, violette Strahlung. Und das hält man sehr schlecht aus. Das ist nicht gut, das erzeugt Erbschäden und alles Mögliche und Mutationen auch. Ich glaube, dass das natürlich graduell abgestuft passieren wird, sodass diese Mutationen ganz bewusst hervorgerufen werden und die zukünftigen Generationen von Kindern einfach ganz eine andere Erbmasse haben, mit der Fähigkeit, immer transmaterieller zu werden. Das ist sozusagen das Programm. In dem Maße, wie der Gürtel zurückgeht, wird die Strahlung hier hochgefahren. Es wird aber auch vermutlich eine Umpolung geben. Man weiß ja heute schon, dass der magnetische Nordpol ständig am Wandern ist und die Struktur zusammenbrechen könnte. Und dann haben wir den Magnetfluss dann plötzlich nach Süden heraus. Das heißt, dass dann der magnetische Nordpol am Südpol sein wird und die Magnetfeldlinien genau verkehrt herumgehen. Das hat dann zum Effekt, dass die Sonnenmagnetfeldlinien direkt ungehindert durch den Erdkern durchgehen und dann kann überhaupt erst die große Erleuchtung der Erde beginnen. Wann der Zeitpunkt eintritt, dass diese Umpolung stattfindet, weiß niemand.
Alles ist möglich, aber viele reden davon, dass es 2012 passiert. Ja? Und dass kurz vorher für einen Zeitraum von 3 Tagen überhaupt alle Magnetfeldlinien weg sind. Weshalb dann für diese kurze Zeit eine sehr massive Strahlung hereinkommt, die halt schlecht zum Aushalten sein wird. Ich glaube allerdings, dass sich in den nächsten 2 Jahren sehr viel davon abzeichnen wird, weil der solare Logos mit dem Solarplexus verknüpft ist. Und jetzt Vorbereitungen dafür getroffen werden und wir in den nächsten 2 Jahren, 2006, 2007, so eine Art Vision davon bekommen, was dann 2012 eigentlich vor sich gehen wird. Wir kriegen jetzt eine Vision eingespielt, ein Panorama, an dem wir uns orientieren können, was wir zu tun haben, wenn es dann soweit ist. Daher bitte auf diese Visionen in den nächsten 2 Jahren achten, weil die sind nämlich sehr wichtig, weil das ist eine Art Vorbereitungsmöglichkeit für die Zeit nachher. Das wird jetzt eingespielt, wie ein Film. Ein Thema, das damit verknüpft ist, ist das Gold. Gold ist die materialisierte Form des Sonnenlichtes. Ja? Und der eine oder andere hat es bemerkt, der Goldpreis zieht gewaltig an, ja? Und wird noch viel weiter anziehen und die Schallmauer von 1000 Euro durchbrechen. Es gibt sogar Papiere, wie dieses da, dass verschiedene Institutionen, das werden nachher verteilen, ich habe leider nicht so viele, weil ich nicht mit so vielen Personen gerechnet, wir haben 14 Stück, habe ich da, ansonsten müsste ich es kopieren. Das ist von einem Professor von einem Mittelstandsinstitut in Hannover, Professor Dr. Eberhard Hamer, ein Experte im Geldbereich, der die Situation der Dollarblase da analysiert und über das BITS spricht, das ist ein Institut, das da im Hintergrund für die Geldgeschäfte im Großen verantwortlich ist, wo da Vorbereitungen getroffen werden, dass es zu einer Neubewertung des Dollars kommen wird. Und es gibt Gerüchte, dass die Unze Gold mit 6.000 Dollar in der Zukunft beziffert werden soll. Ja? Man muss aber bedenken, wo wir jetzt sind. Wir sind jetzt bei 475 Euro ungefähr, ist der momentane Wert. Tendenz steigend. Das wird wahrscheinlich die Marke der 70er Jahre übersteigen. Da geht es auf 800 auf. Ich nehme an, es wird über 1000 Dollar hinaufgehen. Und wenn das über 1000 Dollar hinaufgeht, dann besteht die Gefahr, dass die Dollarblase platzt. Und dann muss eine Neubewertung vorgenommen werden von einer neuen Währung. Das wird man dann umschichten und so weiter. Und diese Neubewertung läuft darauf hinaus, das steht dann alles in dem Papier drinnen, dass die Unze mit bis zu 6.000 Dollar neu bewertet wird. Wenn Sie jetzt das um 400 einkaufen und nachher die Unze 6.000 Dollar wert ist, dann können Sie sich vorstellen, wie viel Geld Sie da verdient haben, im Prinzip. Sie haben natürlich eigentlich nichts verdient, genau genommen, weil das andere ja Illusion ist und der echte Wert ja nur da liegt. Das heißt, die Situation ist genau verkehrt herum. Sie sind eigentlich in die reale Substanz geflüchtet, die im Hintergrund die Möglichkeit schafft, ein ruhiges Auge zuzutun. Der Preis, den Sie dafür zahlen, ist, dass Sie die Verantwortung für Ihre Werte übernehmen müssen, weil das Gold ja bei Ihnen ins Haus liegt. Ja? Aber um das geht es ja. Wir geben ja unsere Verantwortung für unsere Reichtümer an die Bank ab. Ja. Und wenn die Bank das veruntreut, können wir uns nachher nicht darüber beschweren, dass es weg ist, wenn wir die Verantwortung der Bank gegeben haben. Deswegen müssen wir die Verantwortung jetzt wieder selber übernehmen, in gewisser Weise. Aber auch mit dem Problem haben wir dann zu tun, was das bedeutet. Ja? Ich würde aber jedem empfehlen, die Zeit drängt, sich zumindest einen gewissen Stock von solchen Münzen anzulegen, wenn man überschüssiges Kapital hat. Weil wer vor 2 Jahren noch eine Unze gekauft hat, so eine Philharmonika zum Beispiel, ist genau eine Unze Gold, der hat damals 330 Euro gezahlt und jetzt zahlt er schon 475 Euro. Und jetzt sind aber kaum 2 Jahre vergangen. Das heißt, er hat in diesen 2 Jahren pro Unze 100 Euro gewonnen. Das ist sehr viel. Das ist ein Viertel des Gesamtpreises. Ja. Und wenn man jetzt diese Münzen einkauft, garantiere ich, dass in 2 Jahren die Unze 600 Euro kostet. Wenn nicht sogar noch mehr. Ich nehme an, es geht bis 800 Euro mal mindestens rauf. Ja, das heißt, um 100% wird da eine Wertsteigerung drinnen sein in den nächsten 4 Jahren. Wer jetzt Unzen kauft, ist auf der sicheren Seite des Geldgeschäftes. Kann nicht schaden. Ja. Man hat am Anfang bei Münzen immer einen kleinen Verlust, weil die Ankaufs- und Verkaufswerte da pro Unze bei 20 Euro variieren. Aber das spielt angesichts der momentanen Steigerung des Goldpreises kaum eine Rolle, weil innerhalb von 2 Monaten ist dieser Verlust wieder abgedeckt, weil der Preis um 20 Euro gestiegen ist. Das haben natürlich viele schon gewusst. Ich möchte noch auf etwas hinweisen, das natürlich mit der Logenstruktur zu tun hat.
Ich habe da vorher erwähnt, dass das Gold eine materialisierte Form des Sonnenlichtes ist. Das ist eigentlich wirklich so, weshalb das Gold eine besondere Rolle auch in der Machtstruktur immer gespielt hat und deswegen auch für Währungsmünzen herangezogen worden ist. Es geht ja auch um das Siegel. Ja? Da wird ja immer was drauf geprägt. Heute hat man da verschiedene Dinge drauf. Die Chinesen drucken das drauf, die Wiener das da und die Amerikaner das da. Früher war aber meistens das Siegel des Herrschers drauf, was weiß ich, der Cäsar oder sowas. Ja? Und das eigentliche Siegel, das kommt von einer Figur, die da im Hintergrund steht und die mit einem bestimmten Christusstrahl verknüpft ist. Und das nennt man den heiligen Markus, der mit dem Löwen in Verbindung steht. Und der gibt uns das Zeichen und das heißt Markas. Gib uns das Zeichen. Ja? Das Handelszeichen ist es ja eigentlich. Und das letztendliche Handelszeichen von diesem Löwen, das ist seine schärfste Waffe und das sind seine Krallen. Und diese drei Krallen, ja, die kann man so darstellen, das sind so eingerollte Teile, die aus dieser Löwentatze herauskommen. Das nennt man das 666er-Zeichen. Ja. Das ist das ultimative Zeichen des Tieres, wie es in der Bibel beschrieben wird. Und auf das läuft die Prägung des Geldsektors letztendlich hinaus. Ja. Wenn die Entmaterialisierung des Goldbereiches komplett eingesetzt hat, nachher kriegt man diesen Stempel aufgedrückt, auf das komme ich dann nachher zu sprechen, weil das hat dann sehr viel mit Dingen zu tun, die dann mit der virtuellen Geldebene dann am Laufen sind. Aber dieses Pulver hier auch, das ist natürlich jetzt nicht das echte Pulver, aber das soll das symbolisieren. Das nennt man monoatomisches Gold. Wenn man Gold durch einen speziellen Prozess rückverwandelt, kann man das so umwandeln, dass man ein Atom nach dem anderen nur mehr in einer Verbindung miteinander herstellt. Ja? Also keine multikomplexe Verbindung von Molekülen, sondern eine singuläre Verbindung von einem Molekül zum anderen. Und diese wie auf einer Perlenschnur aufgereihte Struktur nennt man monoatomisches Gold und das ist eine weiße Substanz, das schaut aus wie ein Pulver. Und dieses Pulver hat ganz besondere Eigenschaften. Das wurde früher, hat einen besonderen Namen gehabt, das hat Manna geheißen, das Brot des Himmels. Das ist das berühmte Manna aus der Bibel. Und das wurde in verschiedenen Tempeln von Moses am Sinai und so weiter gefunden und befindet sich in größeren Mengen in der Bundeslade. Ja, und zwar in ziemlich großen Mengen. Das hat eine ganz besondere Eigenschaft. Erstens, wenn man dieses Pulver einnimmt in größeren Mengen, dann öffnet sich das ganze Chakrensystem und man wird zum Illuminierten, weil man mit der solaren Energie des solaren Logos wieder eine Verbindung aufnimmt. Und zweitens, ganz wichtig, wenn man diese Substanz unterschiedlichen Temperaturen aussetzt, dann verliert diese Substanz an Gewicht. Es transmaterialisiert. Es wird a unsichtbar und es levitiert. Und das war die Eigenschaft von der Bundeslade. Dass die hat nämlich mindestens 1500 Kilo von dem Pulver da drinnen gehabt. Wenn das aber in einen höheren Temperaturzustand versetzt wird, dann wird es leichter antigravitativ, bekommt es antigravitative Eigenschaften und dann schwebt die Kisten praktisch herum, wie so ein Luftballon, auf gut Deutsch gesagt. Außerdem sind die elektrischen Eigenschaften dann ganz phänomenal, weil die ganzen Kondensatoreigenschaften dieses Stoffes dann extrem ansteigen. Das heißt, da können Blitze und alle möglichen Erscheinungen da herauskommen. Das hängt alles mit diesem Stoff zusammen, der sozusagen mit der Bundesladenstruktur etwas zu tun hat. Das ist natürlich auch nur ein Symbol, dass die Kraft oder den Geist Gottes als solaren Logos eingeschlossen in der Materie darstellen soll. Das ist das eigentliche Symbol, mit dem die Bundeslade was zu tun hat. Wo die Original-Bundeslade ist, das weiß niemand. Manche vermuten, dass sie in Frankreich ist oder gewesen ist. Andere sagen, sie ist in Äthiopien, aber irgendwo ist sie auf jeden Fall. Das steht mit Sicherheit fest. Es gibt zwei Betrachtungen. Das eine ist die geschichtliche Kiste des Moses und das andere ist die metaphysische Bedeutung dieser Zusammenhänge, die dann auf die hermetische Tradition hinausläuft. Aber das sei hier noch erwähnt, dass dieser Stoff eine ganz, ganz große Rolle da in dem Gefüge auch spielt. So, tatsächlich ist es so, dass Gold den Aufbau des modernen Geldsystems überhaupt erst ermöglicht hat. Und zwar nicht dadurch, dass Gold im Umlauf war, sondern genau verkehrt herum. Durch den Entzug des Goldes aus der Gesellschaft konnte der moderne Papiergeldkreislauf initiiert werden. Und wenn wir heute eine zentrale Währung haben, die alles steuert, dann ist das diese. Dann deswegen, weil sich im Hintergrund unten im Keller
das ganze Gold befindet, auf dem das praktisch aufgebaut worden ist. Ja? Und Amerika hat ja mehr oder weniger alle Staaten der Welt gezwungen, ihr Gold herzugeben. Und dafür haben sie wertloses Papiergeld bekommen, mit den Siegeln der Freimaurerei da drauf, die da sind. Und da ist der eine Schlüssel. Ich habe vorher von zwei Schlüsseln gesprochen. Den einen Schlüssel hat der Petrus, den anderen Schlüssel haben die Logen und der eine Schlüssel ist da drauf. Und das ist das berühmte Winkelmaß der Freimaurer und da ist der Ausgleich. Da in der Ecke, im sogenannten Eckstein, da ist eine Waage. Ja, und dieser Ausgleich, der muss kommen zum Zeitpunkt des jüngsten Gerichtes, heißt es in der Bibel. Und das hängt natürlich mit einem Gerichtshof zusammen, der jetzt gebaut worden ist in Israel. Das ist der oberste Gerichtshof von Israel, der von der Familie Rothschild jetzt vollendet wurde. Da laufen die Fäden dieses ganzen karmischen Weltdramas zusammen, ja, hätte ich fast gesagt. Und daher hängt natürlich alles mit dem Zusammenbruch der Dollarstruktur auch zusammen, weil erst wenn der Dollar zusammenbricht, kommt der große Ausgleich. Ja. Und das ist genau der zentrale Punkt an der Sache, weil es ja um das allsehende Auge auf der Pyramide geht, das im hinteren Teil der Dollarnote zu sehen ist, auf das komme ich später noch zu sprechen. Und dieses steht für sozusagen den Drachenkörper oder Schlangenkörper, was mit der chinesischen Tradition etwas zu tun hat, wo das allsehende Auge wieder zurückkehren muss. Und eines ist heute ja schon klar, die Wirtschaftskraft des chinesischen Volkes hat die amerikanische bei weitem schon überflügelt und die Amerikaner stehen in der Schuld Chinas. Das Außenhandelsbilanzdefizit von Amerika ist jetzt mit dem Jahr 2004 auf 50% gestiegen. Das heißt, sie führen doppelt so viele Waren ein, wie sie verkaufen. Und die Chinesen produzieren doppelt so viele Waren, wie sie einführen. Und die Verschuldung gegenüber den Chinesen wird immer größer und immer größer. Und die Gefahr, dass dann die Dollarblase platzt, wird auch immer größer und immer größer. Das kann man sich eh vorstellen. Ja. Zusammenlaufen tut der Faden natürlich da bei der Wall Street. Da ist die große Börse von Amerika, wo die Geldgeschäfte gehandelt werden. Der Zusammenbruch der Wall Street ist ein durchaus mögliches Szenario. Allerdings gehört da sehr viel mehr dazu, als dass da jetzt nur eine iranische Ölbörse errichtet wird. Das ist dann ein Kapitel für sich. Funktionieren tut das Spiel sehr einfach. Das heißt eigentlich nichts anderes als es werde Licht oder es werde Luft. Ja? Fiat Money heißt der Fachbegriff in der Fachwelt. Fiat Money ist Lichtgeld. Was ist Lichtgeld? Lichtgeld ist die Erkenntnis der Banken, dass wenn ein Geldbesitzer, ein Goldbesitzer besser gesagt, seine Werte bei der Bank hinterlegt, diesen im Normalfall nicht mehr einlöst, sondern darauf verzichtet und dieses in der Bank befindliche reale Gold mehrfach belehnt werden kann. Das heißt im Klartext, die ganze Situation hat sich so entwickelt, ich habe jetzt 10 Unzen Gold, wollte diese nicht zu Hause haben, weil mir das zu gefährlich ist, da sind wir wieder bei der Eigenverantwortung. Also gehe ich zur Bank, die einen Safe bereitstellt, um diese 10 Münzen einzuschließen und zu sagen, ja, bei uns sind sie sicher. So, die Bank stellt mir dafür eine Quittung aus. Das waren früher die Wechsel. Ja, aus den Wechseln sind die Papierscheine entstanden. Ein Wechsel ist eine Quittung darüber, dass so und so viele Münzen hinterlegt sind. Dieser Wechsel hat denselben Wert eigentlich wie dieses Gold. Und sehr schnell haben die Geldbesitzer, also die Goldbesitzer erkannt, dass es ja viel praktischer ist, wenn ich jemand etwas schulde, den Papierzettel weiterzugeben, weil ja der mit dem das einlösen kann. Jetzt haben die angefangen, Papierscheine zu tauschen und so kam der Geldhandel in Bewegung. So ist das Geld geboren worden. Die Bank hat aber im Hintergrund beobachtet, was passiert eigentlich mit diesen Wechseln. Kommt jemand und holt das Gold wieder ab? Und die Erfahrung war, da kommt niemand mehr. Das bleibt da liegen, die machen nur mehr Papierzettelwirtschaft. Ja? Und dann haben sie einen Trick angewendet. Und der Trick war, wenn wir 10 Münzen haben, wir geben 2 Scheine aus auf diese 10 Münzen an 2 verschiedene Personen, dass sie das belehnen können. Das war natürlich Betrug, auf gut Deutsch gesagt. Das ist nichts anderes als Betrug. Weil wenn ich nur einmal 10 Münzen habe und ich gebe einem eine Quittung dafür, dass er die abholen kann, na, wenn der die abholt, kriegt der andere nichts mehr, logischerweise. Das heißt, die zweite Quittung, das noch einmal abzuholen, war praktisch der Betrug. Aber wurde aus der Erkenntnis geboren, dass ja eh niemand kommt, um das abzuholen. Ja? Das heißt, man hat mehr Papierscheine in Umlauf gebracht, als man tatsächliche Wertsicherungen im Hintergrund hat.
Und das ist Inflation, nichts anderes. Das ist das Wesen der Inflation. So, jetzt sind die aber natürlich immer frecher geworden. Die haben gesagt, ja, das ist ja super. Weil wir können ja mit den anderen 10 Unzen auf Papierschein ja einkaufen gehen, weil es hat einen realen Wert. Jetzt kaufen wir alles zusammen. Uns gehört die Welt. Und dann kam der Begriff Fiat Money, es werde Licht, es werde Geld. Und sie haben immer mehr Geld und immer mehr Geld und immer mehr Geld gedruckt. Und heute hat eine Bank die Berechtigung, bis zum 10-fachen des Einlagevolumens Kredite auszugeben. Das heißt, sie produzieren 10-mal so viel Papierscheine als Wertsicherung, als sie tatsächlich in der Bank liegen haben. Nur, der Witz der Sache war, das wurde noch weiter aufgestockt, weil wenn die Bank einen Kredit vergibt und jetzt Papierzettel ausgibt, die dann wieder bei der Bank als Sparbuch hinterlegt werden, wurden auf diese wieder Kredite vergeben. Und die Blase dieser Papierscheine ist immer größer und immer größer und immer größer und immer größer geworden. Naja, und irgendwann wird sie platzen. Gar keine Frage. Irgendwann wird diese Seifenblase platzen und dann stürzt das ganze Gebäude in sich zusammen, weil reale Werte gibt es nicht so viel. Und dann stürmen natürlich zu solchen Zeiten alle Leute die Bank und die Ersten kriegen das, was sie noch kriegen. Und wenn nichts mehr da ist, schließt die Bank und sagt, tut mir leid, wir sind pleite. Und die Letzten beißen die Hunde. Das ist das Spiel. Ja? So, der Mann, der hat das zur Perfektion getrieben. Der Alan Greenspan, der ja mittlerweile abgetreten ist. Und einem vehementen Verfechter der Papiergeldpresse das Mandat jetzt überlassen hat. Ja, der Nachfolger von Alan Greenspan ist also ein vehementer Verfechter der inflationären Geldspirale. Und es gibt in Amerika ein Papier, das immer veröffentlicht werden muss, das angibt, wie viel Dollars gerade gedruckt werden in der Notenpresse. Das nennt man die M3-Papiere, heißen die. Im Internet kursieren jetzt viele Meldungen darüber, dass die M3-Papiere nicht mehr veröffentlicht werden ab dem März 2006. Was heißt das im Klartext? Dass kein Mensch der Welt mehr weiß, wie viel Amerika Dollarscheine druckt. Und warum macht man das jetzt? Weil die Inflation eine Gesetzmäßigkeit hat. Je mehr Papierscheine ich produziere, desto mehr verschulde ich mich in der Außenwelt, weil ich ja immer weniger Leistung dafür erbringe. Ich tue ja nichts mehr. Ich drucke ja nur mehr Spielgeld. Das heißt, ich habe einfach eine Notenpresse, wo ich einfach meine Papierscheine drucke. Das ist reines Spielgeld. Da steckt keine Leistung dahinter. Und je mehr ich dieses Spielgeld produziere, ja, desto weniger Leistung wird von mir de facto erbracht. Das heißt, meine Verschuldung wird immer größer und immer größer und immer größer und immer größer. Und das Problem wird, dass sich dieser Kreislauf immer stärker beschleunigt. Und ab einem bestimmten Punkt nennt man das die galoppierende Inflation. Und in Amerika setzt jetzt der Prozess der galoppierenden Inflation ein. Was macht man zu dem Zeitpunkt? Man verheimlicht, wie viel man eigentlich jetzt druckt. Und genau zu dem Zeitpunkt, wo man beginnt, es zu verheimlichen, beginnt die galoppierende Inflation. Und das ist der März 2006, weil heuer zum ersten Mal Amerika die M3-Papiere nicht mehr veröffentlicht. Das heißt, es ist damit zu rechnen, dass in den nächsten 2 Jahren eine galoppierende Inflation des Dollars einsetzen wird und die Amerikaner auf Teufel komm raus Papiergeld in die Umwelt setzen. Was natürlich zu einer hoffnungslosen Papiergeldspirale führen wird und alle anderen versuchen sich von dem irgendwie abzugrenzen. Sie flüchten in andere Werte hinein. Sie flüchten in den Euro, sie flüchten ins Gold, sie flüchten in andere reale Substanzen hinein, um das irgendwie abzupuffern, dass sie nicht nachher von dieser ganzen sozusagen Papierscheinlawine überrollt werden. Mit dem Ergebnis, dass dann nachher die Amerikaner immer größeres Problem haben werden, diesen Dollar in Umlauf zu bringen. Und irgendwann geht es nicht mehr, weil keiner will ihn mehr. Und dann bricht das System zusammen. Und das ist der Beginn der großen Weltwirtschaftskrise, die viel größer sein wird als die von 1929. Viel größer. Weil es geht um Billionen von Dollars, die im Umlauf sind, die nur mehr fiktives Spielgeld sind. Die überhaupt null Deckung haben. Es hat sich herumgesprochen, dass wir in den Mann nicht mehr vertrauen können, in L we trust. Na, das schaut nicht gut aus. Welche Auswirkungen wird das Ganze haben? Begonnen hat es eigentlich mit dem sogenannten Bretton Woods Abkommen. Bretton Woods ist ein Ort in Amerika, in denen in den 40er Jahren eine Deckung festgelegt worden ist, wie viel ist jetzt eigentlich der Dollar wert. Und man hat damals eine Restdeckung vereinbart auf $30 pro Unze. Jetzt sind wir bei $450, wohlgemerkt. $30 pro Unze.
mit dem Ergebnis, dass nachdem die Amerikaner sich verpflichtet haben, $30 pro Unze zu zahlen und die Verschuldung Amerikas im Ausland sehr groß war, die ganzen Länder wie China und so weiter das Gold von Amerika aufgekauft haben. In den 70er Jahren war es dann so weit, Amerika war pleite, hat kein Gold mehr in der Kasse gehabt, bis auf 10%. Und der Präsident Nixon hat dann das Goldfenster geschlossen. Das heißt, er hat gesagt, Leitl, wir können nicht mehr zahlen aus, keine Deckung. Wir geben die Deckung auf. Dann hat natürlich der Rest der Welt gesagt, ja, das kannst du nicht machen, weil dann haben wir nur mehr Monopoly-Geld von Amerika, das ist keine Basis. Wir brauchen eine neue Basis. Und man ging dazu über, nachdem in der Zwischenzeit Amerika durch den Ölreichtum von Saudi-Arabien unglaublich als Weltmacht aufgestiegen ist, das ans Öl zu koppeln. Die Amerikaner haben gesagt, na gut, dann koppeln wir das ans Öl. Das ist unsere Restversicherung, wenn wir kein Gold mehr haben. Öl haben wir noch. Es wurde eine internationale Ölbörse eingerichtet mit dem Ziel, dass eigentlich niemand Öl kaufen kann, wenn er den Dollar bezahlt. Das war die Versicherung für die Amerikaner als Restabsicherung. Und aus diesem Hintergrund heraus gibt es bis heute eine gewisse Restdeckung, weil Amerika, eigentlich nicht Amerika, ja Saudi-Arabien genau genommen, das Öl ja liefert. Ja. Saudi-Arabien hat sich aber bereit erklärt, das zu tun, wenn sie dafür von Amerika militärisch beschützt werden. Was de facto ja bis zum heutigen Tage dann als militärische Allianz am Laufen ist. So, jetzt ist es aber so, dass dann durch diese weiterhin inflationären Geldmengen, die von Amerika in Umlauf gebracht worden sind, weil die haben ja die Notenpresse in der Hand gehabt, das Vertrauen immer mehr geschwunden ist und immer mehr Länder gesagt haben, brauchen wir eine Koppelung des amerikanischen Dollars an das Öl? Nein, braucht man nicht. Die produzieren ja nach wie vor inflationäres Papiergeld. Das geht nicht so weiter. Und daher hat man die Bemühungen unternommen, das Öl vom Dollar abzukoppeln. Und der Erste, der das gewagt hat, in Umlauf zu setzen, war der Saddam Hussein, weil der hat eine Euro-Ölbörse installiert. Er hat gesagt, ich rechne mein Öl in Euro ab. Und das war der Grund für den Einmarsch. Deswegen ist Amerika einmarschiert, weil das den amerikanischen Geldsystem das Genick bricht. Und jetzt ist es wieder soweit. Jetzt kommt der Iran und sagt, wir machen eine iranische Ölbörse. Auch auf Euro-Basis, wir rechnen nicht in Dollar ab. Ja? Und jetzt haben wir wieder dieselbe Situation, dass mit der iranischen Ölbörse wieder das amerikanische System in der inflationären Geldspirale beschleunigt wird. Aber die Iraner wissen natürlich, dass das das Zünglein an der Waage sein kann und der Auslöser dafür sein kann, dass das System abstürzt. Und daher haben sie sich nicht getraut, am 20. März die iranische Ölbörse umzusetzen. Sie haben das jetzt auf unbestimmte Zeit verschoben in den Sommer hinein, weil ihnen jetzt die Muffen geht, dass wenn sie das wirklich machen, die inflationäre Dollarspirale anheizen und das bedeutet Krieg. Das heißt, wenn sie sagen, wir machen das, dann gibt es sofort Krieg. Ja? Und das ist ihnen die Sache momentan nicht wert, jetzt wird das einmal hinausgeschoben. Aber auf ewig lässt sich das nicht hinausschieben. Übrigens, der Präsident von Venezuela, der ebenfalls im Ölgeschäft ist, hat ebenfalls eine Euro-Ölbörse einrichten wollen. Und das Ergebnis war, dass dann 2 Wochen ein Putsch passiert ist in Venezuela und der war weg vom Fenster. Ja. Das ist ein sehr sensibler Kernbereich der Weltwirtschaft, um den es da geht. Die Schaffung vom Dollar unabhängiger Ölbörsen. Ja. Das alleine wird nicht ausreichen, um die Weltwirtschaft zum Einsturz zu bringen, aber es kann der Auslöser sein. Und die iranische Ölbörse wird vermutlich der Auslöser sein. Allerdings können die Iraner das nur wirklich umsetzen, wenn Russland und China dahinter stehen. Wenn die beiden massiv auch hinter diesen Wirtschaftsinteressen stehen, dann wird es zu der Situation kommen. Die Entscheidung fällt natürlich sicher in China und in Russland, also nicht im Iran unten. Aber die Rückendeckung ist ja schon praktisch gegeben. Ja. Also Ausgangspunkt ist, dass die USA derzeit mit 5.000 Milliarden Dollar verschuldet sind in der Welt, ja, und das Außenhandelsbilanzdefizit bei 47% im Jahre 2005 jetzt liegt, weiter Tendenz weiter steigend. Ja. Das ist ein unhaltbarer Zustand. Ergebnis der ganzen Sache war der Aufbau des größten Militärapparates. Der Dollar ist schon abgesichert, aber nicht durch Leistung, sondern durch Waffen. Und einige amerikanische Wirtschaftsexperten haben sich schon zu Wort gemeldet. Die haben gesagt, das ist alles ein Blödsinn mit der iranischen Ölbörse, weil wir sind eh abgesichert. Wir haben ja alles Bomben. Wir sind ja voll
mit einer Riesenarmee, der größte Militärapparat der Welt, und wer wird es schon wagen, das herauszufordern? Ja, es wird Länder geben, die das wagen, das herauszufordern, weil das ein unerträglicher Zustand ist, dass ein Volk oder viele Völker der Welt mit einem Militärapparat bedroht werden, ihre Ressourcen zur Verfügung zu stellen zum Nulltarif. Das ist unhaltbar auf Dauer. Das wird nicht gehen. Und irgendwann wird dieser Ausgleich kommen. Und das wird sich sicher in den nächsten 6 bis 10 Jahren abspielen. Gar keine Frage. Und das bedeutet dann einen großen Krieg. Das bedeutet sicher einen großen Krieg. Werden wir sehen, wie das läuft. Ja? Das Barometer dafür ist der Anstieg des Goldpreises. Das ist der beste Barometer dafür. Der Verfall des Dollars und der Anstieg des Goldpreises ist der unmittelbare Barometer, wie weit der Prozess vorangeschritten ist. Und wenn die Dollar die Unze über 1000 Euro kostet, dann ist die Schallmauer durchbrochen. In den 80er Jahren, 70er Jahren hat sie 800 Dollar erreicht. Da war die Notenbank gezwungen, große Geldmengen auf den Markt zu werfen, um das zu stabilisieren. Und dann haben sie es durch verschiedene Mittel wieder hinuntergedrückt. In der Zwischenzeit ist aber die Verschuldung so weit angestiegen, dass das Runterdrücken immer schwieriger geworden ist. Das geht heute nicht mehr so einfach wie damals. Und wenn diese Schallmauer von 800 Euro pro Unze überschritten wird, also 1000 ist eigentlich diese imaginäre Grenze, dann besteht Gefahr, dass die Dollarblase platzt. Jetzt sind wir bei ungefähr 500 Euro circa. Ja. Also es wird weiter steigen. Schaffung unabhängiger Ölbörsen hängt natürlich damit sehr eng zusammen. Ja, die neue Kriegssituation dreht sich also um diesen Rohstoff. Das war der Mann, der zum ersten Mal die Bankrotterklärung des amerikanischen Systems mehr oder weniger offen eingestanden hat. Und das größte Imperium der Welt läuft hier zusammen bei der Figur da, beim Rockefeller Center in New York. Das ist das New York Rockefeller Center und das ist eine berühmte Figur, das ist der Prometheus, der Feuergott. Ja, der steht da vorne. Weil wer ist denn der Vertreter der Feuerenergie auf dem Planeten? Die Erdölindustrie. Der Besitzer der Erdölindustrie ist die Familie Rockefeller. Und deswegen steht der Prometheus da direkt vorne. Ja. So, das ist dieses Spiel. Der Ballon ist schon sehr groß und der wird jetzt dann platzen. Und wenn der platzt, dann gibt es eine Deflation. Die Währung wird abgeschafft und eine neue muss geschaffen werden. Ob das der Euro überlebt, weiß niemand. Die Bemühungen laufen darauf hinaus, den Euro als Fluchtvektor zu benutzen, um ein neues Währungssystem dann in der Zukunft einzuführen. Wie das funktioniert, wissen wir noch nicht genau, aber zuerst kommt es einmal zu einer gigantischen Papiervernichtung de facto und daher ist es sinnvoll, möglichst das Papiergeld loszulassen und reale Substanz zu Hause zu haben, um diesen Prozess hier nicht auf den Leim zu gehen. Also wann platzt die Dollarblase? Das sind so die Entwicklungen der Charts der letzten 4 Jahre, wie sich der Dollar entwickelt hat und wie sich das Gold entwickelt hat da. Ja, das ist Dollar geht abwärts, immer weiter, und das Gold geht immer weiter aufwärts. Das war, glaube ich, vor einigen Monaten 4,25, war es jetzt 4,75 und das wird also weiter ansteigen, gar keine Frage. Es zahlt sich also aus, in das zu investieren. Das zahlt sich aus für jeden, der dem etwas daran liegt. Es hat sich auch herumgesprochen, dass der Dollar in der Krise ist. Es gibt einige Bücher darüber, wer das lesen möchte. Das meiste ist in Englisch. The Demise of the Dollar, sieht man schon wieder da oben, rauscht. The Dollar Crisis, Causes, Consequences, Cures und so weiter. Gibt es also viele Bestsellerbücher, die jetzt also das schon auf den Punkt bringen. Und ich habe einige kurze Texte da mitgebracht. Das möchte ich dann gerne mal austeilen. Das eine ist über die iranische Ölbörse als Information. Und das zweite ist, wie dieses System, an welchem Anschlag das jetzt momentan steht und wann es dann der große Einbruch dann kommt. Wie gesagt, 20 Stück habe ich leider nicht. Also bitte vielleicht, dass 2 Personen zusammenschauen. Sind vor allen Dingen das Geldbetrugssystem, der zweite Artikel ist besonders klar, das ist unheimlich präzise und absolut auf den Punkt. Dieser Artikel ist absolut auf den Punkt. Also besser könnte man es nicht formulieren, wie der Dr. Hamer das da charakterisiert von den Zusammenhängen. Ja. Es gibt noch mehrere solche Texte, die auch im Internet zirkulieren.
zum Teil von US-Senatoren. Es hat einige US-Senatoren gegeben, die eine Rede gehalten haben vor dem Kongress, wo sie das ganz klipp und klar ausgesprochen haben. Das heißt, es geht hier nicht mehr um die Thesen irgendeines Vertreters auf der Welt, der da hinter den grünen Bäumen sitzt und als Ökospinner hier aktiv geworden ist, sondern das sind Leute, die sitzen im US-Senat und haben ganz klipp und klar darüber gesprochen, dass es so nicht weitergehen kann. Ja? Also maßgebliche Personen, die mit diesem Thema etwas zu tun haben. Warum das alles so ist, hat natürlich nicht seine Wurzeln im Geld selber, sondern wie ich schon erwähnt habe, steht dahinter ja etwas viel Feinstofflicheres. Und das ist natürlich die Symbolik derjenigen, die damit etwas zu tun haben. Und die Symbolik derjenigen, die mit dem Gold operieren, das sind die Freimaurer. Die haben ihre Freimaurersymbole da überall auf den Dollar aufgepflastert. Ja? Da vorne ist das Winkelmaß mit der Waage und dem Schlüssel. Da hinten ist das allsehende Auge auf der großen Pyramide drauf. Von der neuen Weltordnung. Unser Vorhaben ist von Erfolg gekrönt. Das große Siegel. Da ist der große Adler, das sind die beiden Säulen der Freimaurerei, das Fenster der Freimaurerei und so weiter und so weiter und so weiter. Der ganze Dollar ist vollgepflastert mit Freimaurersymbolen. Und im Grund verbirgt sich dahinter ein ideologischer Wert. Die Freimaurer selber mauern. Das sagt man ja bekanntermaßen, dass die Freundschaftler, wenn es um die Freundalwirtschaft geht, nicht? Man redet ja von der Freundalwirtschaft, dass das immer unhaltbare Zustände sind. Das sind ja die Freunde, die Brüder. Dass sie mauern, sie ziehen eine Mauer nach der anderen auf, dass die anderen nicht mitkriegen, was hinter der Kulisse eigentlich vor sich geht. Und diese Mauern nennt man die Mauern des Salomonischen Tempels. Und dieser Salomonische Tempel, der kommt jetzt dann zum Einsturz. Und wenn der einstürzt, dann bricht auch das ganze Gebäude der Freimaurerei auseinander. Es gibt auch einen Begründer der Freimaurer, der sehr bekannt ist, auf den sich die Freimaurer selber immer berufen. Der war der Baumeister des Salomonischen Tempels. Das war dieser Mann da. Der hat Hiram geheißen. Hiram heißt eigentlich die goldene Energie der Sonne, von der Übersetzung her. Und dieser Hiram, der wurde dann später ermordet. Und ihm zu Ehren, aufgrund seiner Ermordung, gibt es heute noch das Ritual zur Weihe des Großmeisters und so weiter und so weiter. Und später entstand dann der ermordete Hiram, das heißt dann Hiram Abif. Das ist eine Wortverunglimpfung des Wortes der Ermordete. Es gibt ein sehr gutes Buch über die historischen Wurzeln der Hiram-Legende und der Zusammenhänge der Freimaurerei, allerdings nur in Englisch, von Lawrence Gardiner. Und das heißt von der Übersetzung her, der Schatten Solomons, the Shadow of Solomon. Salomon war ja der Begründer des Salomonischen Tempels der Weisheit und der Hiram Abif war sein Baumeister. Hier geht es auch um die Weisheit, ganz nebenbei bemerkt. Ja. Und den Palast der Weisheit, was natürlich mit vielen Dingen etwas zu tun hat, zum Beispiel mit der Pallas Athene, wie ich das schon öfter erwähnt habe. Ja. Die Pallas Athene ist ja die Göttin der Weisheit. Und wenn wir heute in Israel ein Problem haben, dann geht es in erster Linie um den Salomonischen Tempel, der steht ja in Israel. Und die Göttin der Weisheit ist ja weiß, im Englischen heißt dieser Begriff die weise Frau oder die blasse Frau, pale. Pale ist die blasse Frau, ja. Und Pallas Athene war die weise Frau, um die ist es eigentlich gegangen. Und eigentlich steckt auch das Wort Ballast drinnen. Und das Problem, das wir heute haben, ist, dass die Palästinenser den Salomonischen Tempel stürmen. Ja? Und jetzt haben die Palästinenser ein besonders gutes Werkzeug in die Hand bekommen, mit dem man die Steine der Mauern des Salomonischen Tempels niederreißen kann. Das ist der Hammer. Das ist die Hamas. Ja? Und wenn der Hammer zum Einsatz kommt, dann wird die Mauer eingedroschen vom Salomonischen Tempel. Und wenn die Mauer zum Bröseln beginnt, dann wird aus diesem Hammer das Schwert geschmiedet. Das Schwert, um das es dann in der Artusrunde geht. Und die Hamas wird das Ganze jetzt zum Überlaufen bringen, das Fasel da unten. Das steht schon fest. Ja. Das lässt sich nicht mehr verhindern. Jetzt kommt der Hammer, auf gut Deutsch gesagt, in Israel. Ja. Und das hat natürlich eher negative Folgen, weil dort laufen ja die Fäden von diesem ganzen System zusammen, weil der Salomonische Tempel ja dort seinen Sitz hat. Ja. Das ist übrigens das berühmte Siegel der Freimaurer auch. Ja. Das ist auch gleichzeitig das Siegel der Familie Rothschild und auch das englische Siegel mit der englischen Krone. Und da in der Mitte, da ist so eine Ritterrüstung zu sehen, so ein Ritterhelm.
der, wo das so Stäbe sind, die das runterlaufen. Ja? Das sind die sogenannten sieben Eisenstäbe, die das System beschützen. Und der unbekannte Ritter dahinter, das ist der rote Ritter, das ist der Hiram Abif, der Baumeister der Welten, der beschützt wird von diesen sieben Gitterstäben, die symbolisch für die sieben Ebenen stehen, die versiegelt worden sind. Und jede dieser Ebenen wird heute repräsentiert durch einen der sieben Blöcke. Das sind die G7-Staaten. Jetzt haben wir ja schon die G8, aber ursprünglich waren es die G7-Staaten. Das war das System, die das im Hintergrund beschützt hat, dass der da im Hintergrund sozusagen hinter seiner Rittermaske da sicher ist, in feinstofflicher Weise. Aber der rote Ritter, der muss dann später antreten gegen den apokalyptischen Reiter, den Parsival, der ihn dann da durch den Zwischenraum des Wurfgeschoss da hinein versetzt, und dann fällt der Ritter da oben von seiner Rüstung runter und der rote Ritter ist dann tot und das Siegel der Freimaurerei bricht auseinander. Da gibt es auch noch viele andere Dinge, die da eine Rolle spielen, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte, aber das ist so ein bisschen das Thema, was sich da im Hintergrund abspielt. Die Freimaurerei bezieht sich auch selber auf einen Mann, der Hermes Trismegistos heißt, für die, die das nicht wissen. Und der Hermes Trismegistos war der Begründer der hermetischen Tradition. Hermetisch abschließen, das ist die Lieblingsbeschäftigung der Freimaurer. Nichts sagen. Sprechen ist Silber, aber Schweigen ist Gold. Ja. Wer den Mund nicht halten kann, der ist fällig zum Termin und wird auch von der Loge rituell ermordet, ganz offen ausgesprochen. Das ist so, es hängt sicher vom Grad ab. Im ersten Grad ist es nicht ganz so extrem wie in den Hochgraden, aber wenn du deinen Mund aufmachst und irgendwelche Dinge da verplauderst über das, was im Hintergrund der Bruderschaft abläuft, dann bist du zum Termin fällig und dann wirst du rituell ermordet. Ist so. So, der Hermes Trismegistos ist die Figur, die da im Hintergrund steht, der eigentlich da die Fäden gezogen hat und bei dem natürlich alle Schnittstellen wieder zusammenlaufen. Ja. Der hat auch seinen Sitz in verschiedenen Systemen, im Lyra-System. Ja. Da ist ja die Leier, das ist ja das Instrument des Hermes Trismegistos auch, mit dem das etwas zu tun hat. Da kommt er eigentlich ursprünglich her. Es gibt auch Symbole von ihm, eben das Musikinstrument. Der Hermesstab, ganz wichtig, hat sehr viel damit zu tun. Und die Aktivierung des Hermesstabes kann erst dann beginnen, wenn die Loge zusammenkracht. Dann beginnt die sogenannte Achse, der Flügel da, sich zu aktivieren. Und ab 2012 strömt dann da die Energie in der Mitte durch den Hermesstab durch. Das ist der sogenannte dritte Lichtstrang der DNS, nennt sich das auch. Ja? Weil diese beiden Ahnenstränge, das sind eigentlich unsere DNS-Schleifen, in die wir da eingekoppelt sind. Da wird also sehr, sehr viel in Bewegung kommen, weil ja der Hermesstab in einer Variation jetzt erschienen ist als Kornkreis. Der ist ja buchstäblich aufgetaucht in England. Der Hermes Trismegistos, der auch als Ibisköpfiger bezeichnet wird, ist auch der Erbauer der drei Pyramiden von Gizeh gewesen, ja, in denen das eigentliche Geheimnis der Zusammenhänge versteckt ist. Da gibt es eine geheime Kammer, die jetzt geöffnet wird und da wird man was finden, das der Menschheit lange Zeit vorenthalten wird und dann irgendwann werden sie es wohl einmal veröffentlichen. Was das genau sein wird, weiß niemand, aber es ist das Erbe der Atlanta. So viel steht mit Sicherheit fest. Das ganze Erbe und die Informationen des atlantischen Zeitalters sind in der Pyramide von Gizeh versteckt. Und da wird eine große Mauer jetzt herumgebaut, die ist schon fertig, 40 Kilometer lang. Und die Lüftung dieser Zusammenhänge, das wird natürlich sehr viel Erkenntnisse bringen. Man sagt auch, der Hermes hätte seine Geheimnisse in das grüne Herz des Smaragdes geschrieben. Da ist auch der Sitz des Hermes Trismegistos. Und das sind die berühmten Smaragdtafeln vom Tod dem Atlanta. Und das ist das Erbe der Zukunft. Und wenn das gelüftet wird, dann wird aus diesen G7-Staaten der Rat der Ältesten wieder gebildet. Und der besteht aus 21 Mitgliedern. Das ist der Atlantische Rat, der aus 3x7 Mitgliedern besteht, wie das in den Kornkreisen bereits sich abgezeichnet hat. Und dann beginnt die Atlantische Epoche wieder. Aber Grundvoraussetzung dafür, dass dieser Rat zusammentreten kann, ist erst einmal, dass es einen Ausgleich im Finanzsystem gibt, weil nicht 7 Staaten das Ganze kontrollieren, sondern 21 Staaten eine Gleichberechtigung haben. Und diese 21 Staaten rund um den Atlantik rundherum eine gemeinsame Allianz bilden und dann das Atlantische Imperium wieder neu aufziehen. Ja.
Und dieser Rat der 21 wird dann zusammentreten, wie das auch im Film Matrix ja schon angekündigt worden ist. Wenn man sich das angeschaut hat, ist ja das dort schon beschrieben. Wenn Zion gefallen ist oder nicht fällt, dann tritt dieser Rat der 21 zusammen. Ja, der Hermes ist der Vater der Freimaurer eigentlich gewesen. Ja, guter Mann. Und das ist die Mutter der Freimaurer. Die Königin der Nacht wird sie auch genannt. Und im Sanskrit, in Ägyptisch heißt das die Frau mit der Nacht, Nacht heißt Nephthois. Ist übrigens auch das Wort für das schwarze Gold und das heißt Naphtali, heißt ja auch Erdöl. Ja? Naphta ist der Begriff für Erdöl, schwarze Gold. Und die zwei da, die haben diese Leute da in die Welt gesetzt, oder besser gesagt diese Philosophie in die Welt gesetzt. Und daher werden diese Fäden der Freimaurerei auch früher oder später bei den Personen da wieder zusammenlaufen müssen, wenn das Ganze in sich zusammenbricht und die Struktur in eine neue Richtung geht. Freimaurerei hat viele Symbole. Das Wichtigste ist die Essenz der Bruderschaft, der Handschlag, dass sich zwei Brüder die Hand geben. Das ist ein sehr bekanntes Symbol. Der Logenschurz, das Winkelmaß, der Zirkel, die Bruderkette und so weiter und so weiter. Und der Sitz des Großmeisters, der in einem Türrahmen steht, der das Herz symbolisiert. Und solange der Großmeister da drinnen sitzt, darf da niemand durch. Die Loge ist kein demokratisches Prinzip, wohlgemerkt. Neben der Geheimhaltung, die ganz wichtig ist, gibt es auch eine hierarchische Struktur. Oben sitzt einer, der sagt, was die unten machen. Und ober dem sitzt wieder einer, der sagt, was die unten machen. Und ganz oben ist das alles in die Auge Gottes, wo die Verbindung zu den feinstofflichen Ebenen hergestellt wird, wo man eigentlich nicht wirklich weiß, wer da dahinter steckt, wer da wirklich das Sagen hat. Es gibt feinstoffliche Energiekräfte, die das kontrollieren und die Informationen nach unten geben. Und wenn dieses Auge fällt, nachher ist da oben der Kopf weg und dann bricht dieses System praktisch zusammen. Die Loge ist in 33 Graden gegliedert nach dem schottischen Ritus. Die sind da hinten aufgeführt auf der linken Seite. Und in Amerika ist es als 13-strahliges System bekannt nach dem York Ritus, wo mehrere Stufen da zusammengefasst sind. Warum das 13 sind? Das hat eben mit der 13er Struktur des Kalenders und der Zeit etwas zu tun. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass das gesamte System der Wirtschaft heute von der Freimaurerei kontrolliert wird. Da gibt es überhaupt keine Diskussionen, dass das so ist. Und jede gegenteilige Behauptung ist einfach nicht wahr. Das stimmt einfach nicht. Ja. Daher ist auch dieses allsehende Auge mit den 33 Strahlen als Kornkreis erschienen. Da sieht man es ja, das war ja schon 2001. Und die Freimaurer stellen sich selber auch so dar. Ein Freimaurerblatt ist ja die FAZ, die ja sehr bekannt ist. Man sieht hier ein Mädchen mit einem Freimaurer-Winkelmaßschritt auf einem Würfel stehen. Das ist der unbehauene Stein, nennt sich das auch. Hier ist eine Pyramide aus Teddybären und oben sitzen die beiden Freimaurerkinder, die symbolisch als Kinder der Naphtali sich auch da auf die Spitze der Pyramide hinaufgesetzt haben und das allsehende Auge repräsentieren, wobei sie einen weißen Teddybär in der Hand haben, was natürlich eine Anspielung auf den Polarstern ist, wo momentan die polare Achse hinzeigt, nämlich auf den kleinen Bären. So wird es dann auch in der Zeitung abgebildet. Weshalb natürlich in Berlin die kleinen Bärlis aufgestellt worden sind, weil ja der momentane Polarstern genau auf den kleinen Bären momentan zeigt. Überall in Berlin stehen diese kleinen Bären da. Ja. So, es ist also kein Zufall, dass der Reichstag nach Berlin übersiedelt ist, hätte ich was gesagt. Und über Berlin wird sich auch das Schicksal der Welt sozusagen öffnen. Und wenn irgendwo das Schwert aktiviert wird, dann zweifellos in Berlin. Es gibt auch die berühmte Prophezeiung der Sibylle von Prag, die das ja alles schon in einer Vision gesehen hat, dass sich dann zwei rote Schleifen über Berlin öffnen und aus diesen Schleifen ein Schwert herausgezogen wird und in der Anfangsphase das noch in einem Jubeltaumel sozusagen sich da vollzieht und dann am Ende dieses Schwert aber sehr blutig wird und dann noch entsprechende Ausmaße annimmt, was natürlich damit was zu tun hat, wie dieses Schwert dann in der letzten Konsequenz eingesetzt wird. Und das alles hat sehr viel damit zu tun, dass in Berlin halt die Bärlis aufgestellt worden sind. Auch sehr interessante Bärlis, zum Beispiel so eins. Das kennen wir von irgendwo her. Dieser Bär, der hat da
die Dornenkrone und das Kreuz, ja, das ist das blutende Herz von Jesus Christus und Mutter Maria. Da haben wir einen Berle, da sitzt die Isis da drauf, oder die Nut, ja, wie sie auch genannt wird. Da haben wir zwei Berlis, ein weißer und ein schwarzer Bär beschnuppern sich. Auch interessant, nicht? Was will das heißen? Das bedeutet, dass die beiden Brüder über Berlin eine Erneuerung erfahren werden. Das heißt, Berlin spielt eine Funktion, dass aus dem Hintergrund dieser Funktion sich die Bruderschaft im Geheimen erneuern kann. Deswegen beschnuppern sich die zwei Berlis da. Und so weiter und so weiter. Ja. Kleiner und großer Bär sind die dazugehörigen Tierkreiszeichen, die damit etwas zu tun haben. Und momentan ist es so, dass der momentane Polarstern beim äußersten Deichselpunkt des kleinen Bären zusammenläuft, was auch der kleine Wagen heißt. Das ist der momentane Polarstern. Und deswegen ist das Zentrum der zukünftigen Macht mit Berlin verknüpft. Das Schicksal der Welt entscheidet sich auch in Berlin. War ja die Besatzungszone der vier Zonen. Wieso sind es vier Zonen? Das hat mit den vier Christusenergien etwas zu tun. Und diese Besatzungsmacht ist nach wie vor aufrecht. Deutschland hat keine Verfassung, sondern nur ein Grundgesetz. Es gibt keine Verfassung in Deutschland. Das heißt, der Vier-Mächte-Status, der nach dem Zweiten Weltkrieg installiert worden ist, ist nach wie vor buchstäblich Gesetz. Ja? Und wurde auch 1998 von Amerika noch einmal bekräftigt. Amerika erhebt nach wie vor Anspruch von seiner Seite auf diesen Mächtestatus, wohlgemerkt. Was zu der grotesken Situation geführt hat, ich habe es auch schon öfter erwähnt, dass es von jedem dieser Siegermächte Beauftragte gibt, die in Berlin sitzen, die berechtigt sind, nach dem Siegermächtestatus Pässe auszugeben. Es gibt amerikanisch-deutsche Pässe, die diese Beauftragten im Auftrag der amerikanischen Regierung ausgeben können, und jeder Deutsche darf so einen Pass haben, und dieser ist rechtsgültig zum Reisen im internationalen Reiseverkehr. Mit so einem Pass kann man überall hinreisen. Kann man sich holen in Berlin, wer so einen Pass haben möchte. Hat außerdem einen Vorteil, weil man ist dann kein deutscher Staatsbürger mehr, sondern nach den Siegermächten eigentlich nicht deutscher Staatsbürger und ist dem deutschen Staat nicht verpflichtet, Steuern zu zahlen. Diese Leute zahlen keine Steuern, weil sie gar keine zahlen müssen, weil es ist ja immer noch Siegermächte-Status. Es gibt ungefähr 10.000 Leute in Deutschland, die solche Pässe haben. Die haben Rechtsgültigkeit, weil sie von Amerika, von der amerikanischen Botschaft abgesegnet sind. Das klingt absolut grotesk, ist aber so. Warum? Welche Folgen soll das haben, wenn Amerika 1998 noch einmal schriftlich bestätigt hat, dass ihr Status als Siegermacht aufrecht bleibt? Welche Folgen soll das bitte haben? Jeder deutsche Staatsbürger kann da hingehen und so einen Pass beantragen, so ist es. Ja, das ist eine andere Frage. Das ist ein anderes Kapitel, aber theoretisch kann jeder hingehen. Wenn das natürlich alle machen würden, dann würde es einen Aufstand geben in Deutschland. So, die Frage ist also, wann wird Deutschland eine neue Verfassung bekommen? Ich glaube, dass diese neue Verfassung erst dann kommen wird, wenn sich die Frage nach den Siegermächten stellt. Diese kann sich aber erst stellen, wenn der Schlagabtausch zwischen dem russischen Block und dem amerikanischen Block aufs Neue auf den Prüfstand kommt. Und genau auf das steuert die Situation hin mit dem Zusammenbruch der amerikanischen Währung. Und erst dann wird Deutschland eine neue Verfassung bekommen, wenn das durchgestanden ist. Und so lange eben nicht. Und so lange wird es auch hinausgezögert. Das Ganze hat natürlich sehr viel mit Israel zu tun, denn die Propheten des Geldes, wie sie sich selber immer bezeichnet haben, waren natürlich die Rothschilds. Das ist der Baron Rothschild, der ja auf der 500er Note des israelischen Geldscheines auch drauf ist. Das ist der Scheckel. Diese Familie hat ja mittels der Manipulationen des bereits vorher beschriebenen Systems Fiat Money oder Fiat Lux, es wäre der Licht, mit den überschüssigen Geld dann Israel gekauft. Die haben ja eigentlich das Land gekauft und dann den israelischen Staat in die Welt gesetzt. Mit dem Ergebnis, dass sich der halt da in Gazastreifen und überall ausgeweitet hat und jetzt aber den Palästinensern praktisch wieder abgetreten werden muss. Und als letzter Akt dieser ganzen Kaufgeschichte jetzt in Israel der oberste Gerichtshof neu installiert worden ist, von den Rothschilds, das ist das Gebäude, in dem die gesamte Symbolik
die auf der Dollarnote verankert ist, dort installiert wurde. Da ist die Pyramide mit all seinen Auge und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist ein hochgradig spirituelles Gebäude und bezieht sich auf die Ausgleichung dieses Wagensystems, was da in der Ecke des Winkelmaßes auf der Dollarnote drauf ist. Der Faden läuft da bei dem Gebäude zusammen in Israel. Ja, die Bruderschaft bricht auseinander, so schaut es aus. Und das wurde auch in der Zeitung schon dargestellt. 1999 gab es eine Darstellung im Time Magazine, wo man zwei Brüder sieht, der eine ist weiß und der andere ist schwarz und die stehen sich da gegenüber zu einem Duell. Sieht man das da? Aber das ist eine Collage. Das heißt, das sind lauter Einzelteile, die zusammenpickt worden sind. Und jeder Teil steht für ein Land. Am besten kann man es hier erkennen. Das ist der Bart vom Saddam Hussein und der Mund. Steht für den, im Prinzip, Irak. Das war ja damals auch die Situation. Das ist ein chinesisches Auge da. Sieht man das da? Das ist eine Augenbraue, die sehr zornig ist. Das hängt mit den Russen zusammen. Das ist ein asiatisches Ohr. Das ist eine osteuropäische Nase. Das da oben, das Hütchen da, das ist ein Baskenhütchen von Spanien. Und der Teil da oben, das ist ein englischer Hut. Das ist ein amerikanischer Hut da. Das da ist aber ein französisches Hütchen da. Ja? Das ist eine westeuropäische Nase. Und das ist ein amerikanisches Auge. Das ist der Schmollmund einer Frau mit Lippenstift, der sich auf die Ära Bill Clinton bezogen hat. Damals ist das ja in der Zeitung erschienen, der die Lewinsky-Affäre damals hatte. Das ist ein südamerikanischer Stiefel mit dem Muster eines Gürteltieres und so weiter und so weiter. Und die zwei da, die stehen sich zum Duell gegenüber. Und High Noon ist der Zeitpunkt, wann geschossen wird oder nicht geschossen wird oder was auch immer dann sich aus dieser Situation herausentwickelt. Das ist High Noon, da ist das Solarplexus. 2006, 2007 ist High Noon. Jetzt kommt die Phase, wo es darauf ankommt, wie es da in dieser Angelegenheit weitergeht. Da sind sehr viele Symbole versteckt in dieser Grafik, die es gewaltig in sich haben, wenn man das genauer analysiert. Das möchte ich an der Stelle nicht tun, weil wir dann von Hundertstens ins Tausendste kommen. Aber der Bruch der Bruderschaft wurde eben damals schon angezeigt. Gar keine Frage. Und das hat natürlich sehr viel mit dem Salomonischen Tempel wieder zu tun, denn fällt der Dollar und kommt in die Presse hinein, fällt das Weiße Haus. Das Weiße Haus ist die moderne Fassung des Salomonischen Tempels der Weisheit, deswegen ist es nämlich weiß. Das steht in Amerika. Ja? Und dieses Weiße Haus ist die große Festung, in die jemand vordringen möchte, der dort aber nicht reinkommt. Und der Vorläufer von dieser Geschichte war der Achilles mit der Lanze, der Troja erstürmen wollte, die Burg. Und er hat sie dann schon erstürmt, aber er hat einen Trick anwenden müssen und das war das trojanische Pferd, mit dem er dann hineingekommen ist. Und dann fiel Troja. Und deswegen gibt es einen engen Zusammenhang zwischen Paris, weil der Paris war ja derjenige, der dann das Ganze wieder abgewendet hat, indem er dem Achilles den Schuss in die Ferse verpasst hat und dann letztendlich sich flüchten konnte aus Troja. Aber der Auslöser dafür war ja, dass er die weiße Frau entführt hat, die Helena. Ja, die hat er ja entführt, so war es, so hat das ja Ganze angefangen. Und wenn wir heute eine Situation haben, dass Paris brennt, dann ist das die Vorläuferstufe zum Fall des Weißen Hauses in Amerika. Der Indikator in Frankreich ist ein ganz gutes Barometer, das uns deutlich zeigt, wo wir momentan stehen in dieser ganzen Politikgeschichte da. Ja. Das wird nicht helfen in der Situation. Dementsprechend tauchen ja schon die Schatten des Falles des Dollars im Internet auf. Ne? Da ist das Weiße Haus. Da wachtelt die Fahne da hinten. Der Trojaner mit Bill Gates seiner Windows-Fahne und da vorne kommt das trojanische Pferd herein. Ja? Und da ist die Mauer schon offen, weil ganz bereitwillig der gute Mann ins eigene Land hineingelassen wurde. Man hat sozusagen den Falschen erwischt, hätte ich fast gesagt. Die Familie Bin Laden sind die Falschen gewesen,
die sie erwischt haben, der sozusagen als trojanisches Pferd in Amerika einmarschiert und jetzt in diesem System sozusagen von hinten herum in den Rücken fällt. Eine interessante Geschichte, nicht? Ja, daher auch solche, Bad Moon Rising, ja. Da steht Islamismus da drauf, ja. Da steckt sehr viel mehr dahinter, was sich in Frankreich hier eigentlich wirklich abzeichnet. Ne? Und dass es natürlich hier auch um die Jugend geht, ist natürlich sehr bezeichnend, weil es geht immer um den Kern. Der Kern der Familienstruktur sind die Kinder. Das ist der Same der Zukunft und der Same ist immer der Kern. Und in Frankreich bricht sich es auf die Jugend herunter. Das ist die Essenz. Und wenn die Regierung meint, sie muss die Jugend jetzt sozusagen auseinandernehmen, weil das Alter ein Recht darauf hat, auf Kosten dieser Jugend zu leben, dann haben sie sich gewaltig getäuscht. Ja? Weil dieser Schuss geht mit Sicherheit nach hinten los. Und die werden diese Revolte nicht mehr unter Kontrolle bringen. Das ist meine persönliche Meinung. Das Ganze wird zu einem Flächenbrand sich ausweiten und das Land wird im Chaos versinken. Frankreich wird im Chaos versinken. Das ist übrigens auch eine alte Prophezeiung, dass bevor es überhaupt losgeht, bürgerkriegsähnliche Zustände in Frankreich herrschen. Und das beginnt ja jetzt. Es zeichnet sich bereits ab. Ja. Naja, wir haben ja gesehen, die schalten auf stur da und haben jetzt den obersten Gerichtshof vorgeschoben und gesagt, okay, der soll das absegnen, dann tun wir das unterzeichnen. Wir lassen das einfach jetzt über die Bühne rollen und fahren da einfach oben drüber. Ja, die anderen fahren auch oben drüber. Und mittlerweile sind mindestens schon 15.000 oder 20.000 Autos zertrümmert worden. Das ist keine Kleinigkeit mehr. Ich meine, bei uns geht es ja human zu. Wir sitzen ja da im Weißen Schloss da herinnen. Nur die Türen des Weißen Schlosses werden geöffnet, indem das trojanische Pferd hereinfährt. Und das kommt über diese Regionen da herein. Daher ist bereits Feuer am Dach. Vorsicht vor trojanischen Pferden, kann ich nur sagen. Ja, das Ganze hat natürlich sehr viel mit dem Erdöl zu tun, denn über dieses kam ja das trojanische Pferd nach Amerika, hätte ich fast gesagt. Weil die Bin Laden-Familie, die ja im Prinzip ein Parallelableger ist, ist ja die größte Baufirma gewesen, die das ganze arabische Imperium des Scheichs von Saudi-Arabien praktisch mit aufgebaut hat. Und heute ist es ja erwiesen, dass die Gelder, die da geflossen sind für den Anschlag am World Trade Center, de facto direkt von der saudischen Königsfamilie aus gesteuert worden sind. Die Saudis können sich den Luxus nicht leisten, Amerika militärisch anzugreifen. Das ist unmöglich, das geht nicht, das sind sie dem nicht gewachsen. Das ist dieselbe Situation, wie der Achilles die Burg von Troja nicht einnehmen konnte, weil die Festung einfach zu dicht war. Also hat man sich die Sache anders ausgedacht, man hat das Pferd angeboten und hinten herum hat man die Bombe explodieren lassen. Genauso hat es Saudi-Arabien auch gemacht, dass sie die Gelder dafür zur Verfügung gestellt haben, um diesen Anschlag am World Trade Center sozusagen zu veranstalten und das System von innen heraus sozusagen auszuhebeln. Und von außen wird es ausgehungert und das hat was damit zu tun, dass Saudi-Arabien langfristig natürlich daran interessiert ist, auch über Euro abzurechnen, weil die Dollarflut niemand mehr aushaltet. Weil die haben ja de facto für das Öl, das sie geliefert bekommen haben, nichts anderes gekriegt als Papierscheine. Und die wollen es wieder loswerden. Und jetzt haben sie zu viel davon und in Amerika kann man nichts mehr einkaufen und daher dreht sich das jetzt in eine vollkommen andere Richtung hinein. Als es aufgekommen ist, dass eine saudische Prinzessin das Geld über ihr Konto überwiesen hat für diese World Trade Center Geschichte, da ist das Ganze alles von der Bitfair verschwunden. Wegen nationaler Sicherheit durfte keine Akteneinsicht mehr genommen werden. Aber es ist halt erwiesen, dass über diese Konten von der Familie die Gelder geflossen sind für die Finanzierung dieses Attentats. Und wer ist ausgeflogen worden? Die gesamte Bin Laden Familie ist während dieser Zeit ausgeflogen worden von Amerika, wo kein Flugzeug abheben durfte, weil Notstand geherrscht hat. Es geht so wie in der ärgsten Diktatur. Ja, es ist eine Plutokratie. Das hat mit Demokratie nichts mehr zu tun. Das ist absolut nur mehr von ganz bestimmten Leuten sozusagen gesteuert. Und wie gesagt, das Ganze läuft noch nicht so lange, denn die Gründung der sogenannten Texaco oder überhaupt die Gründung der arabisch-amerikanischen Allianz des Öles war 1944. Diese Gesellschaft hat Aramco geheißen. Wurde dann später in die Texaco umgewandelt, hat dann den Namen Standard Oil angenommen und dann später zu Chevron und Exxon umbenannt worden. Das war dann erst in den 70er Jahren.
Seit den 70er Jahren gibt es die Exxon überhaupt erst. Das bedeutet, seit 1944 haben wir überhaupt erst die ganze Erdölförderung in diesem extremen Ausmaß. Das sind kaum 50 Jahre, 60 Jahre sind es. Ja? Und jetzt zeichnet sich bereits ab, dass wir Probleme haben, weil das bald ausgeht. Weshalb natürlich der Hunger dieses Systems, des amerikanisch-saudi-arabischen Systems über die militärische Achse sich immer weiter in die Kontinentalzone von Eurasien hinein fressen möchte, damit von dort immer mehr Ressourcen herausfließen könnten. Das betrifft früher oder später die Ressourcen von Russland und auch die Ressourcen von China, ja, weil dort in Russland halt sehr große Erdgasreserven auch noch liegen. Und man möchte gerne das alles umleiten, weshalb natürlich Afghanistan auch angegriffen worden ist, um dort eine große Pipeline zu bauen, die über Saudi-Arabien dann umgeleitet wird. Und dann kann man nachher wieder über Dollar weiterverrechnen für die nächsten 60 Jahre. So blöd waren die Russen aber nicht. Und die haben den Kolodowski verhaften lassen, weil der genau das geplant hat, dass dann von der großen Gazprom von Russland aus diese Kanäle da über Afghanistan nach unten gelegt werden sollte. Und der Putin hat gesagt, nein, jetzt ist Schluss, das ist unser Öl. Und wir rechnen ab, wie wir wollen. Das heißt, seine Linie geht auch Richtung Euro. Indien geht Richtung Euro. Indien bezieht 25% des Ölaufkommens aus dem Iran. China bezieht seine Ressourcen aus dem Iran. China, Indien, Russland, Europa hat kein Interesse, dass in Dollar abgerechnet wird. So, das bedeutet, es kommt früher oder später zum Showdown, das ist gar keine Frage. Die Europäer können das militärisch nicht durchstehen, die Russen schon. Aber ob sich irgendjemand getraut, auf diesen Knopf zu drücken, das weiß heute noch niemand, aber es steht irgendwann an. Weil die Amerikaner werden nicht länger warten, sondern den Iran früher oder später angreifen, um das militärische Standbein dort zu sichern. Weil je weiter sie ins Hinterland hineinkommen, desto besser für ihre Position. Weil sie nachher unmittelbar eine logistische Zentrale für die ganze Afghanistan-Geschichte eigentlich in der Hand haben und der Iran zum Schlüsselpol für die ganze Region dort unten wird. Nur, sie brauchen wieder mal einen Dummen, der den Krieg bezahlt, und das sind die Europäer, und die müssen unbedingt auf diesen Zug aufspringen. So, die Europäer werden nicht aufspringen, weil die gar kein Interesse daran haben, außer es kommt zu einer Kollision dieser Kräfte da. Ja? Wenn der Islam auf Kollisionskurs mit Europa geht, nachher sind die Zeichen stehen sehr gut, dass die Europäer auf den Zug aufspringen. Was wird man also in den nächsten Jahren versuchen? Ja, die islamische Terrorgeschichte wieder anzuheizen in Europa, was das Zeug hält. Der Osama bin Laden ist derjenige, der das trojanische Pferd nicht nur für das amerikanische Imperium darstellt, sondern vor allen Dingen auch für das europäische. Ja? Das ist das trojanische Pferd für das europäische. Für den Fall der, sozusagen des salomonischen Tempels bei uns da in Europa, des Geldsystems. Und daher wird man den Islam dazu benutzen, diese Attentatsgeschichte in Europa jetzt in den Vordergrund zu schieben. Ich rechne vor allen Dingen jetzt, wo hier die Energie des Solarplexus betroffen ist, wo ja die Struktur des salomonischen Tempels des Weißen Bruders zu Hause ist, da ist die Weisheit, da ist das weiße Licht der Sonne, ja, dass besonders in diesen Jahren 2006 und 2007 vor allen Dingen, wo die Zahl des Saturns sich auch in der 7 widerspiegelt, die Attentatsserien in Europa wieder größere Ausmaße annehmen werden und die Kernmatrix des europäischen Kontinentes auf den Prüfstand kommt. Und was ist das? Was ist das Gegenstück zum Islam? Ja, das Christentum natürlich. Das steht auf dem Programm, wo wir natürlich dann zum nächsten Thema kommen. Das machen wir dann nach der Pause. Das ist die zentrale Figur, die sozusagen diese Fackel der Erleuchtung in der Hand hat, die mit dem Erdöl etwas zu tun hat. Das ist der Prometheus. Der steht ja als Figur vom Rockefeller Center. Der hat verschiedene Namen, Agni, Loki, Prometheus, der Feuergott. Und der wurde bekanntlich dann irgendwann an die Felswand geschmiedet, wenn er es zu bunt getrieben hat, nachdem die ganze Welt entzündet worden ist. Und zwar vom Zeus. Zeus ist der Mann aus der Kälte. Das ist die Gegenenergie, die das Feuer wieder ablöscht. Das hat früher Zeus geheißen, nicht Zeus. Ja, und der Zeus, das war eigentlich der Mann, der im deutschen Bereich da angesiedelt war, bei den Kelten, den Kalten, den Keltern, die mit dem Wein was zu tun haben, ja, im Übrigen. Der kalte Mann, der eigentlich dann das Wasser wieder herunterbringt und es anlöscht, das Feuer, der Regengott. Ja. Teutoburger Wald heißt das, die Teutonen waren eigentlich die Verkörperung dieser Energie.
Und im Teutoburger Wald ist heute noch der Installationspunkt der Waffe des Zeus, das ist die Blitzwaffe, die Irminsul, die vom Josef Neumann wieder neu installiert worden ist bei den Externsteinen am Ausläufer des Teutoburger Waldes. Das ist das Wahrzeichen des Zeus. Steht mitten in Deutschland. Wichtigstes Symbol. Und das wird jetzt wieder installiert und damit wird der Mann an die Wand geschmiedet. Und dann ist aus mit der Prometheus-Freimaurerloge in Zürich. Da geht es den Bach runter. Ja. Naja, wie man sieht, gibt es da verschiedenste Dinge, die da schon auftauchen. Ja, das ist eine recht nette Geschichte da. Was da im Hintergrund noch so schwelt, wer da welche Fäden zieht. Eine wichtige Figur wird zweifellos die Condoleezza Rice sein, auf die ich dann später noch eingehen werde, wenn wir da weitergehen. Und die Irak-Geschichte, wie gesagt, Episode 2 hat es schon gegeben. Und jetzt kommt dann Episode 1 vom Iran-Krieg und vielleicht dann auch Episode 2, ist glaube ich weniger, weil, wie gesagt, bevor es dann soweit ist, wird das Ganze wohl auf den Punkt kommen, wobei dann diese Frau sicherlich eine ganz, ganz wichtige Rolle in dem Gefüge dann spielen wird. Ja, die irakische Ölbörse hat ihm das Genick gebrochen und ich glaube, dass jetzt für dieses und nächstes Jahr der Schauprozess ja vorbereitet wird und nachher der Mann sozusagen endgültig geopfert wird, um sich dann dem zweiten Bruder sozusagen zuzuwenden. Und das ist das Thema, um das es geht. Es kursieren viele Informationen derzeit im Internet, in den verschiedensten Sendern bis zum ORF. Dominoeffekt durch neue Ölbörse, die iranische Ölbörse, der Todesstoß für den US-Dollar und so weiter. In den verschiedensten Medien kann man das jetzt nachlesen. Es gibt die Meinung dafür, es gibt auch schon Meinungen dagegen. Man muss sich das alles immer recht gut durchlesen. Aber das ist das Thema. Wann kommt sie? Sie hätte jetzt mit 20. März kommen sollen. Die Iraner haben sie es nicht getraut, noch nicht. Aber sie werden es machen, ganz sicher. Sie warten nur auf den richtigen Augenblick. Und sie brauchen die Absegnung von Putin unbedingt, dass er endgültig dahinter steht. Und wenn die Fäden gelaufen sind und wenn das Spiel entschieden ist, dann kommt das. Der Solarplexus ist noch nicht geöffnet. Im Sommer wird es geöffnet. Im Sommer. Und bevor es nicht geöffnet wird, können sie es nicht machen. Daher wurde es avisiert. Warum das im März passiert, das hat mit dem Wieder was zu tun. Im März sind die Wiedergeborenen. Wer ist denn wiedergeboren? Ja, haben wir einen Wieder, haben wir da. Der Wieder hat ja sehr viel damit zu tun. Ne? Kommen dann gleich auf das ganze Thema, machen wir zuerst eine Kaffeepause. Die Energie des Widers hängt mit dem goldenen Vlies zusammen. Ganz wichtig, der Orden des goldenen Vlieses kommt jetzt auf den Punkt. Die Gründung Roms hat sehr viel damit zu tun. Der Vatikan hat sehr viel damit zu tun. Und im März wird es avisiert. Man lässt die Leute wissen, was man plant. Man sagt, wir machen eine iranische Ölbörse. Aber noch jetzt noch nicht. Aber wissen können sie schon. Und im Sommer kommt der Löwe. Ja? In den Juli-Monaten haben wir dann den Löwen. Wer ist Löwe geboren? Ja? Sind ja hier zu Hause in München, sind ja überall Löwen aufgestellt worden. Ne? Stehen überall, ich weiß nicht, ob es noch stehen, zum Teil stehen es noch. Waren überall aufgestellt, aber man hat noch in einen anderen Ort Löwen aufgestellt, erst seit kurzer Zeit in Darmstadt. Ja? Der Darm liegt unterhalb des Solarplexus. Ja? Und wenn in Darmstadt die Löwen aufgestellt werden, dann ist der Darm betroffen. Ja, das heißt, jetzt wird es geöffnet. Und jetzt vor kurzem hat man in Darmstadt auch die Löwen aufgestellt. Als Zeichen, dass es jetzt ans Eingemachte geht. Ja? Jetzt machen wir noch eine kleine Kaffeepause und dann gehen wir in die noch spirituelle Ebene des Solarplexus für das Jahr 2006-2007 und dann kommen wir zu 8-9 und 10-11, also haben wir noch einiges vor.